Heute bei 3 and Some Wrestler und Schauspieler Pascal Spalter, Porn-Producer und Nerd Tim Krenzwert und Sänger und Twitch-Streamer Martin Kesici. Die folgende Sendung ist für Zuschauer ab 18. Und liebe Freunde, auf Twitch folgen und ihr seht, unter dem Stream gibt es einen roten Donation-Button. Ihr könnt uns nämlich unterstützen, wenn ihr weiterhin so tolle... Das ist ein ganz wichtiger Button. Ja, der wichtigste Button in der ganzen Show. Ja, sehr, sehr informativ. Wenn ihr weiter so gut informiert werden wollt und den Shit-Chat mitmachen wollt, roten Button unter dem Stream und genau, 3andsome.de/support. Dort findet ihr auch, da könnt ihr uns unterstützen. Instagram folgen, YouTube abonnieren. Und ja, jetzt kommen wir aber zu unseren Hosts der 3andsome-Mannschaft. Und dieser Mann ist... einer der größten Wrestler in Deutschland. Er hat wirklich große Arenen gerockt, sich einige Verletzungen zugeholt, aber er ist Meister geworden. Es hat sich gelohnt. Hier ist Lion King Tarkan Aslan. Oh, einen wunderschönen guten Abend und danke für diese großartige Ankündigung, Schöni. Aber wollen wir gleich weitermachen? Ich bin natürlich nicht der Einzige, oder der Zweite hier, sondern wir haben natürlich auch noch einen Dritten hier. Meine Damen und Herren, er ist wieder da, aus den Social Media Detox. Wobei ich ziemlich sicher bin, er hat einfach nur Terry Bradshaw gestalkt. Aber darüber reden wir gleich. Evil Jared Hasselhoff! Vielen Dank, mein Junge. So gut ist es, zurück zu sein. Aber ich bin hier, Nick DeLine, auch mit mir auf der Podcast. Ist der Mann, du kennst ihn von Visit X, du kennst ihn von der René Schuschau Show. Wenn René Schuschau der Howard Stern von Deutsche Fernseher ist, er ist der Robin Quivers von Deutsche Fernseher. Meine Damen und Herren, Schöni! Yay! Und jetzt, nach ein paar kleinen technischen Problemen, sind wir auch richtig da. Und ihr habt gesehen, Evil Jared ist zurück, ja? Wow, ich freue mich riesig. Wie geht's dir, Jared? Wie geht's dir? Erzähl mal, was hast du gemacht? Warst ja eine Weile weg? Ja, ich war in Social Media Blackout, weil ich habe irgendwelche blödsinnige Reality-Programm gedreht. Ich kann nicht so viel darüber sagen, weil wir haben einen Vertrag gesagt, dass wir können nicht so viel. Aber wenn du willst, wirklich neugierig bist, es heißt Camp der Reality Stars. Für mich ist es wie Kita der Reality Stars. Es kommt später im Sommer, aber wir haben es für die letzten Monate in Thailand gedreht. Ich bin zurück. Du siehst, wir haben White Balance, wenn man technical things wissen. So, die haben eine White Balance von mir adjusted, so ich sehe ein bisschen heller, ich denke, aber ich bin sehr, sehr tan von einem Monat in Thailand. Oh, bei der Sonne, ne? Genau. Sonne? Ja, aber ja, Sonne in Berlin? Ich denke nicht. Ja, Sonne in Thailand? Ja. Nee, hier okay. War das Wetter sehr beschissen. Ja. Und natürlich Tarkan Aslan wieder am Start, liebe Freunde. Absolut, absolut. Und diese Woche haben wir auch wieder ein großartiges Thema, nicht? Möchtest du das Thema raussuchen oder soll ich das tun? Ich würde mich jetzt mal... Ich muss fragen, als ich weg war, ich hatte Ersatz... Gastgebers. Danny von Doggy Dog und auch Texas Patty. Jemand andere? Banana Man vielleicht? Banana Man war großartig. Banana Man hat uns erstmal von seinem ersten Pornodreh erzählt. Also, er hat es hinter sich. Hat er mit dir auch schon drüber geredet, oder? Hat er mit dir schon drüber geredet, dass er schon sein Porno gedreht hat? Mir oder Shoni? Na, mit dir. Mit mir? Er hat gesagt, nur, dass er es gemacht hat, aber kein Detail. So, du hast es noch nicht gesehen? Ja, nein, ich habe es nicht gesehen. Ich weiß das mal mit Rhea, aber keine Ahnung, was er gemacht hat. Ich glaube, wir können uns den alle mal zusammen dann irgendwann geben. Machen wir irgendwann mal einen Filmabend zusammen und dann schauen wir uns das zusammen mal irgendwie an. Okay, wir haben ein... vorbei ist, dann können wir ein Movie Night haben. Oh, das hört sich gut an. Ich würde vorschlagen, Running Man, Predator, Emilio's Porno. Love it. Ja, aber wie heißt denn, heißt er nicht Emilio oder heißt er Banana? Er hat noch keinen Namen. Im Moment ist er noch so komplett ohne Name, was echt deprimierend ist. Ich habe ihn auch gesagt, er braucht einen coolen Pornonamen. So was in the Porno, I think er war Porno Mook Number 37, oder was? Yeah.
Flufferboy, keine Ahnung. Und so, was habe ich verpasst? Ich war vielleicht, was war ich, 8 Wochen weg oder 9 Wochen? Ja, aber... Und normalerweise, was die Leute zu Hause vielleicht wissen nicht, ist manchmal ich und Shoni und Tarkin gehen zusammen in mein Fitnesszimmer, in den Keller. Und ich habe bemerkt, wenn ich zurückgekommen, dass niemand hat das Zimmer umgefasst. Es war Staub überall. Vielleicht 8 oder 9 Wochen von Staub. Zu Tarkans Verteidigung, er hat alles sauber gemacht, ja. Also der hat da Staubgewicht, das ist jetzt sauberer als vorher. Und zu meiner Person, ich komme einfach nicht, weil Tarkan und Jared mich immer so hart rangenommen haben, dass ich danach wirklich nur noch den Kopf benutzen konnte. Also gerade so, ja. Stimmt, deine Mecker-Mails, ich habe sie nicht vergessen. Nee, was hast du verpasst? Auf jeden Fall, WrestleMania war, du warst ja letzte Woche schon wieder in Deutschland, aber WrestleMania war letzte Woche. Da hatten wir spannende Gäste, also wir hatten eigentlich immer spannende Gäste. Wie gesagt, Dan kennst du ja auch noch, Dan, feiner Kerl, Shoutout an dich, Dan. Ja. Dan hat dich einmal vertreten, dann war es die Texas Paddy, auch Shoutout an dich, Texas. Ja. Absolut, und jetzt bist du wieder da, also sozusagen wieder das Grand Finale hier wieder. Deswegen, aber jetzt mal ohne Faxen, also... Du sagst, du warst in einer Reality-TV-Show, aber jetzt mal ganz im Ernst, wo warst du jetzt wirklich? Du warst doch bestimmt irgendwo, also ich bin mir ziemlich sicher, du hast gedacht, okay, wir haben jetzt eine weltweite Pandemie, jetzt habe ich die Zeit, um Terry Bradshaw zu stalken. Und dann bist du rüber in die Staaten und hast ihn gestalkt, sei ehrlich. Nein, vor 8 Wochen war Deutschland ein sehr gutes Land und Amerika war ein komplettes Desaster. So ich werde nie nach Amerika fliegen, aber jetzt, 8 Wochen später, Deutschland, komplettes Desaster. Ich anschaue die Weltnachrichten in amerikanischen Neuigkeiten. Ich habe please, bitte. Nein. Wenn die sagen, okay, und der größte Desaster in der Corona in der ganzen Welt ist, wait for it, Deutschland. Okay. Ja. Sogar für Europa ist Deutschland schlimmer. So ich werde jetzt direkt nach Amerika. Aber vor 8 Wochen, Amerika war ein Desaster in Deutschland. Okay, jetzt. Deutschland, komplett Desaster, Amerika. Ich habe, ich weiß nicht, warum ich kann das nicht machen in Deutschland, aber ich habe gedacht, okay, vielleicht, weil ich habe gesagt, Biden hat gesagt, er hat gesagt, bei jedem Amerikaner, wir haben eine, bevor er bestimmt elected war, sagt, okay, wir haben für jeden Amerikaner, wir haben die Impfung bei the Ende Oktober. Dann hat er gesagt, nicht wie sein Predecessor, ich werde nicht etwas schlimm über Trump sagen, aber wenn Trump sagt, etwas kommt in 2 Wochen, das bedeutet, etwas kommt nie. Ja, Healthcare, rocket das 2 Wochen. So, kommt du willst nie. Es also sagen? Infrastructure Week kommt in 2 Wochen, kommt nie. Biden hat gesagt, okay, so, wir hatten die Impfung Ende Oktober. Dann, wenn er bestimmt war, okay, no, wir machen das Ende Sommer. Jetzt, dann hat er gesagt, okay, bei 4. Juli. Und dann habe ich gesehen, dass in Pennsylvania jeder konnte die Impfung bekommen bei 19. April. So ich habe auf der Pennsylvania Website gesagt, okay, mach deine E-Mail drin. Ich habe meine E-Mail gegeben. Nächster Tag kommt eine E-Mail, okay, you're in. Du bist dran. Hier war eine Apotheke in der Nähe. So, ich bin ein Hinterwälder, so ich habe eine Hinterwäld-Apotheke gewählt in der Nähe von meinem Haus in Pennsylvania. Und die haben gesagt, okay, du hast einen Termin bekommen. So, ich habe einen Termin heute. Wenn ich nicht in Berlin war, konnte ich meine erste Impfung bekommen in Pennsylvania heute. Das Positive ist... Nur eine. Ich habe gesagt, okay, es gibt 1000 Termins. Das ist super. Aber so, what the fuck, Deutschland? Ich bin auf der Liste. Also ich habe jetzt mit meinem Hausarzt drüber gesprochen, wir hatten das Thema ja auch kurz. Also ich bin auf der Liste. Also sobald dein Termin frei ist, rufen die mich an und sagen, Tarkan, it's your time. Ja, sobald dein Termin frei ist. Bam. Ja, aber ey, wie du schon sagst, Deutschland, wir haben das so, eigentlich sind wir voll bürokratisch und haben uns immer alles voll drauf, aber jetzt haben wir uns irgendwie so angestellt, ein paar Politiker haben ein bisschen Geld in die eigene Tasche gemacht und so, und du weißt, wie das ist. Aber vielleicht ist es, weil es gibt nicht so viel Anti-Vax-Conspiracy-Theory-Loonies in Deutschland, weil in Amerika es ist wahrscheinlich 50% von den Leuten. Ah. So, das bedeutet, 50% der Shots sind unbenutzt. So, es gibt sind immer verfügbar. Ich glaube, so diese Alex Jones oder hier, wie wir in Deutschland haben wir ja hier die ganzen anderen Idioten dafür. Die Leute, so, die sind nicht die Mehrzahl, die sind einfach die lautesten. Also ich schätze mal, das ist irgendwie unter 15% in Deutschland. Auch in Amerika, ich glaube nicht, dass es so viele sind. Der einzige Unterschied ist,
Die Leute bei uns klauen nichts aus dem Bundestag. Also die marschieren da nicht ein und klauen was aus dem Bundestag. Aber ich denke, das Problem ist in Amerika, wenn du keine Impfung hast, dann kannst du nicht zu der Gun Store gehen. So oh. Die Leute denken, okay, so ich muss meine Impfung bekommen, so ich kann ein AK-47 oder AR-15 kaufen und dann kann ich den nächsten Mass Shooting machen. I love it. Nee, ich denke, es wird so sein, auch in Deutschland oder Europa allgemein, dass diverse Eventveranstalter sagen werden, ohne Impfpass kommst du bei uns nicht rein. Und das dann halt im Hausrecht ist, logischerweise. Das kann ich mir vorstellen, dass Eventim oder so, als Beispiel jetzt, oder wen es da noch alles gibt, dann sagt so, okay, du brauchst Impfpass, sonst darfst du nicht aufs Konzert. Du brauchst Impfpass, sonst darfst du nicht da und dorthin. Ja, das wird das kann ich mir vorstellen. Also ja. Hausrecht halt ja. eben, ne? Aber hast du das gesehen mit den Mass Shootings in Amerika? Ich meine, es ist immer verrückt, aber normalerweise, es gab weniger, weil die Schulen waren geschlossen, so die Leute haben gesagt, okay, well, kein School-Shootings, weil es gibt keine Schule, aber jetzt haben sie entdeckt, dass sie können überall Mass-Schießerei machen. So in den letzten 30 Tagen in Amerika, 45 Mass-Shootings in Amerika. So, das ist 1,5 pro Tag. Weißt du, wie viele Mass-Shootings es gab in Deutschland since World War II? Zero? Null. Ja. Es wird mehr Mass-Shootings in Amerika von jetzt bis Dienstag sein, als in Amerika seit World War II. Okay? Ich liebe meine Guns in Amerika, aber ich denke, etwas hier ist verrückt. Ja, absolut. Etwas ist fucked up. Aber merkst du, der Unterschied dazu ist ganz einfach. Wir haben keine Knarren hier. Also zumindest haben wir schon welche, aber die kannst du nicht einfach so kaufen und besitzen. Was auch das, gut so ist. Ja, absolut. Das ist schon mal der Riesenunterschied. Und B, ja, gerade Mass-Shootings und dann die ganzen Querdenker und sowas. Ich glaube, es war auch Alex Jones, bitte berichtige mich, falls ich falsch liege. Alex Jones hat doch gesagt, dass dieses eine Highschool-Shooting nie stattgefunden hat, ne? Das ist halt eben so mit diesen ganzen Querdenkern. Man muss ja echt aufpassen, wem man da zuhört so. Und die ganzen Querdenker in Deutschland sind quasi Jünger von Alex Jones, 1:1, deswegen. Verrückte Zeit. Aber komm her, Schöni, jetzt haben wir dich komplett außen vor gelassen. Hau jetzt mal raus, dein Thema für die Woche. Ja, also, weil Jared endlich wieder da ist, hatten wir uns gedacht, machen wir das Thema The Greatest Comeback. Was fällt euch ein, wenn man das Thema Comeback in allen Formen, das kann man ja im Sport, in der Politik, in Musik, also wirklich komplett im Leben, Comeback, was fällt euch da ein? Also ich bin mir ziemlich sicher, das größte Comeback hat nicht der pinke Einweghandschuh hingelegt diese Woche. Habt ihr das mitgekriegt mit dem pinken Einweghandschuh für Tampons? Ja, das ist auch so eine sehr unangenehme. Okay, boy, das habe ich auf Twitter gesehen, aber was bedeutet der pinke Handschuh? Also, es waren zwei Männer bei Höhle der Löwen, Shark Tank, you know Shark Tank, right? Ja. Und in Deutschland heißt es ja Höhle der Löwen. So, ja, und, ja. Aber es gibt auch Shark Tank hier und Höhle der Löwen. Es gibt beides hier. Kann sein, weiß ich nicht. Ja. Ich glaube, Höhle der Löwen ist Shark Tank quasi. Und da sind dann zwei Männer hingegangen und so und hatten halt eben die Idee, dass wenn Frauen Probleme haben damit, ihren Tampon, benutzten Tampon halt eben auszuwechseln, wie auch immer, ich kenne mich mit der Materie nicht so sehr aus, haben die dafür Einweghandschuhe hergestellt in Pink. So. Surprise! Das ist die Erfindung. Einweghandschuhe in Pink, damit du deine Tampons tauschen kannst. Ja, das überhaupt. Das ist die Erfindung. Von zwei Männern für Frauen. So, weißt du, ich meine, in der heutigen Zeit. Genial. Du kannst dich auch selber ins Knie schießen, da hast du den gleichen Effekt, weißt du, ich meine, so. Ja, ich hab dumm muss man sein. Den Hate hat man auf jeden Fall gesehen auf Instagram. Ja. Oh, das ist genial. Männer machen die Entscheidungen, was Mädels so mit der Körper machen. Waren sie Amerikaner und Republikaner? Weil das klingt genau wie das. Absolut. Pinke Handschuhe auch noch. Darfst nicht vergessen. Das sind Einweghandschuhe. Und es muss ein Regelung sein, dass die Mädels müssen es nutzen. Die haben keine Wahl. Das ist so Amerikaner. Also größtes Comeback. Jared, ich kenne zumindest dein größtes Comeback. Du bist ja, das hatten wir gerade eben schon, ein riesen Terry Bradshaw-Fan, für die viele, die das nicht wissen. Terry Bradshaw war mal Quarterback der Steelers. Mhm. Ich glaube, davon gibt es sogar eine Statue am Pittsburgh Flughafen, das weiß ich. Immaculate Reception. Ja. Ist das größte Comeback für dich, was du kennst? Weil das hat definitiv dir eine Lombardi. Okay, das war ganz wichtig, aber ich denke für mich, und das ist, weil ich bin ein bisschen älter als die anderen, aber ich denke, the greatest comeback war ohne Frage Elvis. 68 Comeback Special? Okay, keine Ahnung. Wow, kennst du das? Oh, okay, Elvis war ein großes, okay, in Amerika, Elvis war ein großer Star, vielleicht der größte Star der Welt in den 50er Jahren. Und dann er war in the Army, er war drafted in the Army und er war in Deutschland. In Friedberg war er. Das ist die Verbindung. Oder Bad Nauheim. Bad Nauheim.
Ja, aber noch einmal. Das war Elvis' Wartime Home. Das ist, wo Elvis hat Priscilla kennengelernt. Und das war in den 50er Jahren. Dann er kommt zurück in die 60er Jahre. Und er war nicht wirklich ein Popsinger dann. Dann hat er begonnen, diese Kinofilme zu machen. Aber hast du schon einen Elvis-Kinofilm gesehen? Oh nein. Auf Hawaii so oder so. Schlimm. Oh mein Gott. Schlimmer. Mit einer Ukulele und so ein Zeug. Oh. Schlimmer als David Spade-Movies. So. I like David Spade. Ja, okay, well, das ist dein Problem. Aber, und er hat like, 3 oder 4 pro Jahr gemacht. Und Elvis hat dann Geld verdient. Er macht diese schrecklichen Kinofilms. Und dann hat er die Soundtracks gemacht. So kein echte Musik, aber du weißt, you know, wie Musik gemacht für einen Film ist. Und er hat like, 3 pro Jahr gemacht. Und er hat keine Tournees gemacht, hat keine echte Albums gemacht von 60 bis 68. So er hat 8 Jahre Pause. Und dann Elvis hat gesagt, weil das, ich glaube, war all the Managers Idee von Colonel Tom Parker. Ja, gesagt, okay, der böse Manager. Ich will das nicht. Ich will, okay, inzwischen von 1960 bis 1968 kam the Rolling Stones, Beatles, The Doors und dann Musik war komplett gewechselt. Und Elvis macht immer noch diese blödsinnige Surf oder Secret Agent Rally Driver Movies mit the Soundtracks. Und Elvis hat gesagt, okay, das ist, ich sogar denke, dass das Blödsinn ist. Und dann hat er gesagt, okay, so ich will zurück zum Roots gehen, zum Rock gehen. Und dann Elvis hat eine Fernseher Special in 68 gemacht. Und dann in diesem eine Tag hat Elvis sich von ein Witz gewechselt zu, you know, die Legende, dass jeder weiß Elvis heute. Und das war nur ein Show. Ja, mit Einschaltquoten oder sowas, ne? Ja, mit ja, Elvis war hip wieder, nicht etwas nur für Opas. Okay, aber dann lass mich mal auch das größte Comeback von Schöni erraten. Jetzt habe ich das größte Comeback von dir erraten. Ich war verkehrt. Vielleicht habe ich es von Schöni auch. Okay. Höchstwahrscheinlich war es Michael Jordan nach seinem einem Jahr Abstinenz und wo er dann wieder kam und nochmal 3 Ringe mit Phil Jackson. Das magische Boah, also absolut, ja, also das hätte ich jetzt auch gesagt, muss man eigentlich sagen und ist fast schon langweilig, weil es einfach die Mutter der Comebacks ist. Hast du nicht gehört, hast du Save the Last Dance? Oder wie ja, das heißt? Ja, absolut auf Netflix, sehr, sehr kennst geil. Kennst du die Urban Legend, warum Jordan, sorry, wenn ich dich unterbreche, aber kennst du die Urban Legend, warum Jordan ein Jahr draußen war? Ja, er sollte Probleme haben, also Spielprobleme hatte er gehabt, angeblich. Ich habe auch irgendwo mal gelesen, dass Geld und Spielprobleme und genau. dass der Mafia David, und sowas, dass der David Stern ihn schützen wollte und hat gesagt, du gehst jetzt erstmal eine Weile raus, tust so, wie ob du irgendwas anderes machen möchtest, wie Baseball und Golfen, ja, und dann holen wir dich wieder zurück. Ja, aber er kam mal zurück und hat dann, also nicht direkt, aber das Jahr danach gleich wieder 3 Titel gewonnen mit Scotty und Dennis Rodman zusammen, ja, deswegen. Ja, aber die war sehr gut, die Doku, weil ich muss sagen, ich respektiere Michael Jordan jetzt noch mehr und hasse ihn gleichzeitig, weil er als Mensch wirklich so ein unangenehmer Typ war. Er wollte einfach unbedingt gewinnen. Ihm war scheißegal, wie er seine Mitspieler behandelt hat. Und ja, aber war ein sehr geile. Aber du bist noch ein Jordan-Fan, ja? Absolut, absolut. Okay, so zeigt ja nicht, dass er gewinnen will. Er will einfach gewinnen. Das fragen. Was ist mit Michael Jordan, wenn er hat den Hitler-Schnurrbart? Weiß ich. Hast du das nicht gesehen? Nee. Vielleicht sagt er sich berühmt in Deutschland, aber in Amerika hat er eine Werbung gemacht für Hanes T-Shirts oder Unterhemd und er hat ganz deutlich ein Hitler-Schnurrbart. Ja, stimmt, der hat so einen kleinen Schnäuzer oder sowas, ne? Das hab ich auch gesehen. What the fuck? Aber ich finde auf jeden Fall, dass der ganz krasse Augen hat. Also der Hitler-Schnurrbart makes a great comeback. Yeah, nein. Bitte nicht. Aber er sieht auf jeden Fall sehr versoffen aus und während er die Interviews gegeben hat, hat er ein Whiskyglas in der Hand gehabt und ich finde, er sieht sogar ganz aufgeschwemmt aus und alle anderen Legenden, die man da in der Doku gesehen hat, die waren alle noch in Shape, außer Charles Barkley. Aber sonst muss man halt sagen, die anderen, also Michael Jordan sah ziemlich fertig aus. Aber war Charles Barkley wirklich in so tolle Shape, wenn er in Wollte ich gerade sagen, war doch nie, oder? Bei den 76ers, hier, Philadelphia. Da wollte ich auch sagen, da müsste Jared ja wissen, aber war doch nie. Ja, ich habe gedacht, like, wie jeder in South Philadelphia war den ganzen Tag betrunken mit Budweiser. Ja, aber greatest comeback, würde ich sagen, war hier das klare, wo Liverpool gegen AC Mailand Champions League Finale. Was war das? 2004, glaube ich. Wo die 3-0 zur Pause geführt haben. Genau, und dann noch nach Elfmeterschießen hat dann Liverpool gewonnen.
Also ich glaube, hier sind wir bei einem US-Sport. Da gibt es jedes Jahr jetzt mittlerweile, ich glaube, das ist der 28.3. oder so, ist Happy Atlanta Day, weil die ja im Super Bowl 28-3 oder so, kann ich mir so gerade ein bisschen das war geil, ja. geführt haben und dann gegen die Patriots und dann noch verloren haben. Das war der tollste Comeback in the history of the Super Bowl. Ich war da, das war in Houston, ich war dabei. Ja, genau, Houston, kann sein. Im Stadion? Nee, ich war da mit DAZN arbeiten, habe irgendwelche Kommentare gemacht. Ah, okay. Und dann, ich war in einer Kneipe und ich war so betrunken und hatte so viel Spaß, ich habe vergessen, in das Stadion zu gehen. Ah, perfekt. Ja. Ja. Was ist Ticket für den Super Bowl? Ja, $5,000 pro Ticket. Ja, wollte ich gerade sagen. Untergesetzt, oder? Ja, keine Ahnung, ich bin betrunken in einem Bar. Ja, ich bin ein Class Act. Auf jeden Fall. Wir haben ja noch einen Bekannten, nicht? Freddy, der hat uns das auch mal erzählt, dass er irgendwie bei Miami beim Super Bowl war, aber dann auch in eine Bar davor gegangen ist. So. Ja, die Geschichte habe ich auch mal gehört, wobei ich die nicht immer hundertprozentig weiß, ob die stimmen. Da muss ich nochmal nachhaken. Also ich war noch nie beim Super Bowl, aber das größte Comeback, das ich jemals mitgekriegt habe, ich würde es nicht unbedingt ein Comeback nennen oder vielleicht auch nicht das größte und viele werden es, glaube ich, nicht wissen, aber als Ric Flair damals Royal Rumble 92 zur WWE gekommen ist, da war der WCW-Champion und das war damals undenkbar. Und er ist rübergegangen in die WWE mit dem Gürtel von der WCW, in den Rumble ist er eingestiegen, er hat den Rumble gewonnen, ich kann mich irren, aber gleichzeitig auch noch den Titel gewonnen. Das war auch ein ziemlich großes Comeback, wenn man das so benennen möchte. Ja, klar. Also was ich noch in Erinnerung hatte, war hier, ich war im Stadion, als Deutschland gegen Schweden gespielt hat. Das war irgendein Quali-Spiel. Und da hat Deutschland zur Halbzeit im Olympiastadion in Berlin 4-0 geführt. Und die Leute haben alle gesungen, so schön wie heute. Oh, wie schön, so war es noch nie. Und dann auf einmal war es 4-1, 4-2, 4-3 und dann 4-4. Und Ibrahimovic hat Deutschland komplett in einer Halbzeit auseinandergenommen und das Ding ist 4-4 ausgegangen. Also das war live sowas zu sehen, wo die Leute gesungen haben und danach Bierbecher geworfen haben. geiles Comeback. Wer ist denn so der größte Comeback-Sportler für euch, wo ihr sagt, so, okay, eigentlich erwartet man immer, dass seine Zeit vorbei ist und dann kommt er trotzdem mal wieder. Klar, Tom Brady jetzt nochmal mit der Paradebeispiel, ja. Wollte ich gerade sagen, 7 Lombardis. Fucking 7 Lombardis. Ja, und wo er es halt nochmal bewiesen hat, ist halt, er geht zu einem Shitty-Team, in Anführungszeichen. Ja. Aber er war nicht wirklich weg lang genug, dass es ein Comeback war. Ja, aber er hat halt gezeigt, dass er es mit einem anderen Team kann und mit einem anderen Trainer. Er hat halt mal ganz kurz bewiesen, dass, hey Coach, ich bin der Meister, nicht du. Aber mal ganz außen vor. Also ich glaube schon, dass Tom Brady in den 70ern oder 80ern nicht bis 43 gespielt hätte. Heutzutage Football ist anders als da. Also da waren die Hits auch ganz anders, auch meinetwegen in den 90ern. Kann sein, ja. Mhm. Also jetzt, jedes Mal, wenn du den Quarterback berührst, ist ja roughing the passer, was ja hilarious ist. Und das, wenn ich mir so Highlight-Clips angucke von den Oakland Raiders. Ja, aber du siehst in the Raiders, wenn Schrader war für Spiele, er hat immer auf deinen Rücken, er hat immer Grass-Stains und Schmutz, du weißt? Absolut. Und da haben die wirklich gespielt. Jetzt, wann siehst du, dass Brady jeder auf den Boden geht? Ja, deswegen. Aber ich sage, okay, nein, kein Roughing the Passer, ja. Ja, ich denke, das Game ist sehr sissified heute. Ja. Absolut, absolut. Ich meine, vielleicht ist das gut, weil es gibt weniger Verletzungen, aber es ist nicht dasselbe Spiel. Concussions, ja. Ja, und ich denke, du kannst nichts sagen, dass Tom Brady so viel besser ein Quarterback ist wie Bradshaw, weil die haben in unterschiedliche Eras gespielt. Absolut, gerade bei Bradshaw darfst du nicht vergessen, da war Steel Curtain und wie gesagt, Raiders, das war ja damals die große. Oh, geil, so geil. Und ja. das waren schlechte, also das war komplett, da gab es Clotheslines irgendwie out of the blue, so für irgendwelche Spiele. Yeah, oh, fuck, yeah. Das war eine ganz andere Welt. Horse collars and shit, yeah. Awesome. Lynn Swann, erinnerst du dich noch an Lynn Swann? Der hat sogar zwei der Raiders verklagt, von wegen, weil das Gang-Mentalität war, was er da an Schläge gekriegt hat im Spiel. Das war eine ganz andere Welt. Das war eine ganz andere Welt an Football. Deswegen also mit 43, jetzt ja, damals nein. Mal unabhängig davon, dass die Nutrition jetzt auch ganz anders ist als damals. Ich meine, die hatten so ein Foto gemacht von George Blender, der mit 43 Playoff-Spiel gewonnen hat, und Tom Brady.
Und George Blender sah aber aus wie 70. Also, weißt du, ich meine? Das ist einfach, ja, die haben auch alle noch geraucht und so in der Zeit. Also, die waren alle so ein bisschen härter, also A, härter ja, drauf. Ja, betrunken, LSD, gefeiert, genau. Essen bevor ein Spiel. Ich bin nicht betrunken jetzt, aber ich bin ziemlich sicher, kein Spieler in der NFL heute spielen hat schon ein Spiel auf Acid gemacht. Also, wenn du die Leute anguckst aus der NFL, die so in den 80ern 25 waren, die sehen heute aus wie manch 45-Jährige. Ich glaube, das hat wirklich mit dem Lifestyle, die haben wirklich mehr Rock'n'Roll gelebt, würde ich wollte gerade sagen, damals gab es auch kein Internet, kein Facebook, kein D-Stars, so, du konntest halt eben viel mehr anstellen, was du heutzutage gar nicht mehr machst. Du kannst machen, was du willst. Du gehst in eine Kneipe und du bist allein in der Kneipe mit anderen Leuten in der Kneipe. Nicht mit jeder in der Welt auf Instagram, Facebook. Ja, der sofort TikTok ein Foto von dir macht. Ja, das macht absolut, mir. Absolut. Und damals so ein Foto zu machen, hat auch länger gedauert, weißt du, so mit Kamera, so bleib mal stehen hier. Nachziehen und so. Das kann, genau, das ist halt eben andere Welt. So. Und außerdem damals waren aber die Leute, auch wenn du machst ein Foto, diese mit der scheiße Resolution, wenn der alte Kodak oder was, du kannst immer sagen, das war echt nicht. Das war echt nicht. Jetzt in der Ultra HD 4K, ja, das ist dir. Ja, ich kann sagen, du hast, das ist deine Puckel auf deiner Nase. Da. Absolut, absolut, absolut. Aber ich würde auch sagen, eins der größten Comebacks im Sport war Bayern gegen Manchester. Oh ja. Da kann ich mich noch dran erinnern, als ich ganz kleiner Knirps war. Wie alt war ich da? Weiß ich nicht, 6 oder so, keine Ahnung. Auf jeden Fall kann ich mich dran erinnern, weil ich das damals so geguckt habe, so auf meinen kleinen Kinderstuhl. Und dann irgendwie Bayern hat bis zur 89. Minute 1-0 geführt. Und dann sind die UEFA-Präsidenten so schon runtergefahren mit der Champions-League-Trophäe. Und auf dem Weg vom Fahrstuhl nach unten 2-1 für Manchester. Ja, das war krass. Ich habe auch weggeschaltet und habe gedacht, das war's. Und dann auf einmal hat David Beckham schon den Pokal in der Hand gehabt. Also oh, eins der größten Comebacks überhaupt. Also wirklich der allergrößten Comebacks überhaupt, das ich auch mitgekriegt habe, aber auch als kleiner Knirps. George Foreman. Ja. Aber er hat, like, 13 tolle Comebacks gemacht. Ja, aber das ging Tyson. Jeder hat gedacht, Tyson wird ihn töten. Jeder hat gesagt, okay, Tyson tötet den Mann. Hm. So, und er kam ja gerade wieder und wurde dann Weltmeister mit dem Orbis. Das war eins der größten Comebacks. Ach nee, im Evander Holyfield meinst du? Holyfield, ja. Aber George Foreman hatte auf jeden Fall einige Comebacks gehabt, weil er im hohen Alter geboxt hat. Aber hier, Muhammad Ali ist doch der Typ, der irgendwie, wie oft ist der Weltmeister geworden? 3-mal? Du meinst Rumble in the Jungle? Ich glaube, der ist mehrmals. Muhammad Ali hat auch einige gute Comebacks. Ja, aber Rumble ja, aber war ja... Aber ich denke, dass er hat ein paar gute Comebacks, aber ich glaube, die sind alle übergeschatten von der letzte scheiße Comeback. Ja, ich denke, ja. Das war gegen Joe Frazier. Ah, ja, da hat er so ziemlich auf den Sack bekommen und dann hat Mike Tyson den umgehauen. Den, glaube ich, irgendwie sowas. Ah, das ist schon... Ja. Ja. Aber Ali steht hier. Für alle Leute ist Muhammad Ali hier. Ne? Ich habe ihn einmal kennengelernt. Oh. Ja. Cool. Wir waren in einer, das war wahrscheinlich like, ganz früh in unserer Karriere, like 95 oder was. Und wir haben, weil der Geffen hat immer versucht, uns zu überzeugen, dass wir sollten mit Geffen gehen aus der Plattenfirma. So, wenn sie haben uns nach L.A. geflogen, wir waren immer in diese teuren Hotels und wir waren in the Nico in West, it was in West Hollywood oder Beverly Hills. Wir waren da übernachten, bezahlt für bei der Plattenfirma und wir gehen in den Lobby und wer ist da? Muhammad Ali. Okay. Fucking hell. Und ja, er hat einen Kerl mit ihm, bevor Digital Cameras, mit den Polaroids, sagt, hey, willst du ein Foto mit dem Champ? Ich sag, selbstverständlich. Ja, $4. So, du hast $4 bezahlt? Ja, selbstverständlich. Wow, wollte ich gerade sagen, es sind $4. So weißt du, okay. Aber, I mean, traurig, dass in den 90er Jahren Muhammad Ali muss Geld verdienen, $4 pro Foto, aber ich habe mein $4 Muhammad Ali Foto. Hast du das noch? Ja, irgendwo. Ja, da kommen wir nach Hause in Pennsylvania wahrscheinlich. Ich bin da in 2 Wochen. Hey, was machen wir? Ich fliege nach Amerika für meine Impfung und dann was machen wir mit dem Podcast? Texas Paddy kommt zurück oder? Texas Paddy ist auch in den Staaten, also du kannst es auch machen. Du hast sogar noch eine Stunde weniger Zeitunterschied. Richtig. Sogar 3, glaube ich. Ja, aber Sonntag und das ist, es beginnt mal 17 Uhr hier, so das ist 11 Uhr morgens. Oh, das geht ja, also wirklich. An der Sonntag? Ja. Aber das ist Hangover-Zeit. Nein. Okay. Jared mit Hangover ist sogar noch besser. Ich muss mich zu den Fans entschuldigen, da jeder Podcast in Amerika wird ein Hangover-Podcast sein. Die Fans werden das mögen. Also vom abgesehen davon, dass die Fans... Weil bei uns gibt es ja keine Hangover, dann kommt der Content zurück. Außerdem hast du dir das Anti-Hangover-Zeug. Vergiss das nicht.
Ah, ich habe das, aber wir haben eine neue Geschmack. Ja, das ist super, das habe ich probiert, das Blaue. Es schmeckt super, das aber der Hersteller hat es, weißt du, wie, okay, warte, hang on a second. So, wir warten jetzt noch kurz darauf, bis er da ist. Okay, erinnerst du, dass das für die alte Hangover Control, ja? Und ich war immer wütend, weil es hier, es geht, du kannst es nicht so gut, aber es geht hier kleiner. So, wenn du öffnet ist, das ist, kommt nicht so schnell aus. Mhm. Und ich hatte gesagt, okay, wenn wir haben like 10.000 von diesen bestellt. Und ich hatte gesagt, okay, mit der neuen, das ist ganz scheiße, weil du kannst es nicht rauskommen und die Leute werden ganz wütend sein. Mach es, so es komplett öffnet ist. So, wenn du mach es geht komplett offen. So, die haben das, der Hersteller hat das genommen, das sagen, okay, ich will das sogar kleiner. So, jetzt ist es unmöglich zu öffnen und unmöglich rauszukommen. Und ich glaube, wir haben 5 oder 8.000 bestellt und alles falsch gemacht. So, wir mussten das alles zurückschicken, die mussten alle leer machen und dann alles neu in diese Dinge. So. Ah, wir warten da drauf auf jeden Fall. Aber Jared, ja, ich habe nicht so viel nach Amerika mitzubringen. Obwohl ich bin der Besitzer von der Firma. Ein, zwei wirst du schon finden. Aber Jared, Entschuldigung, dass ich jetzt unterbrechen muss, aber wir haben unseren ersten Gast da. Der erste Gast. Auf jeden Fall, mit dem ersten Gast habe ich 1000 Schlachten geschlagen. Von dem ersten Gast fehlt mir jetzt noch ein Stück Knochen am Ellbogen. Mit dem ersten Gast habe ich in einer Daily Soap zusammen in einer WG gewohnt, ganz am Anfang, als ich hier nach Berlin gezogen bin. Gewohnt. Wenn ich das Ying bin, hier bei der German Wrestling Federation, ist er das Yang sozusagen bei der German Wrestling Federation. Wie gesagt, 1000 Schlachten geschlagen. Meine Damen und Herren, hier ist er, Pascal Spalter. Ja, hallo. Pascal, willkommen. Vielen Dank. Schönen guten Nachmittag. Ein wunderschön. Wie geht's dir, Pascal? Danke, mir geht's gut. Ich habe jetzt gerade schon die erste halbe Stunde genutzt und euch aufmerksam zugehört und war sehr überrascht von all den Themen. Überraschend langweilt, yes. Zum Thema, nein, das mit Muhammad Ali, das mit dem Foto mit den $4, das fand ich sehr bezeichnend, vor allem für das, was ich immer wieder erlebt habe, auch wenn Wrestler aus Amerika nach Deutschland gekommen sind und sich dahingestellt haben und Geld für Fotos verlangt haben. Das war immer, ja, sehr überraschend. Ich war überrascht, dass es $4 war, weil man kann nicht sehr gut Geld verdienen mit $4 für Fotos. So ich hatte gedacht, okay, entweder ist Muhammad Ali so ein großer Millionär, dass er braucht das Geld nicht, oder ist er so tief gefallen, dass er wirklich Geld braucht. Und wann war das nochmal genau? Das war 95 vielleicht, 96? Okay. Er braucht Geld so viel, dass es muss 50 oder 60 Dollar sein. Aber für $4, man kann nicht wirklich Geld damit verdienen. Ich habe das nicht verstanden. Im Zweifel war es ein Gefallen für den Fotografen. Da stand doch ein Typ, hast du gesagt, mit so einer Polaroid-Kamera. Vielleicht hat er zu dem Fotografen gesagt, hier, mach gern Fotos, nimmst du $4, machst ein bisschen Taschengeld und dann... Ja, ist auch ist oder er hatte Bock auf einen Burger und hatte gerade kein Kleingeld. Ja. Könnte sein. Pascal, was sagst du denn? Was ist das größte Comeback, was du kennst oder die größten Comebacks, die du so kennst? Ich habe echt Angst gehabt, dass die Frage kommt, weil das ist für mich super, super schwer. Das Problem ist, grundlegend, dass ich kann die Frage nicht beantworten, so viel schon mal vorweg. Also ihr braucht gar nicht auf eine Antwort warten. Aber wann immer ich gefragt werde nach dem oder der Besten für mich, dann fange ich an, in eine Spirale der Abwägung zu fallen. Und wahrscheinlich komme ich in 5 Jahren doch mal auf dich zurück und kann dir das sagen, nachdem ich wirklich alles abgewogen habe, was da an Kriterien mit rein müssten. Was war denn dein größtes Comeback? Mein größtes Comeback? Nach einer Verletzung oder so? Auch das gab es nicht. Ich muss zugeben, Schöni, dass wenn immer ich verletzt war, hatte ich das Glück, dass ich nicht pausieren musste. Oh, also gut. Meine schlimmste Verletzung war eine gebrochene Rippe und ein gebrochenes Schlüsselbein. Aua. Und habe trotzdem immer weitergemacht. Und, was ist das Schlüsselbein? Das Schlüsselbein ist das hier oben. Das ist das Collarbone, okay. Ja. Yeah. Genau, also von daher, da gab es tatsächlich kein großes Comeback bei mir. Bin immer stetig dabei geblieben. Aber wenn ich mich richtig erinnere, du schaust ja auch Basketball. Nicht mehr, tatsächlich. Auch nicht mehr. Also das ist wirklich lange her. Die goldene Zeit hast du geguckt.
Die goldene Zeit ist eine gute Frage, weil ich bin 90er-Jahrgang. Wie alt bist du, Schöni, wenn du von der goldenen Zeit sprichst? Ich sag nur, die goldene Zeit des Basketballs war ja so in den 90ern, sag ich mal, mit Michael Jordan. Oh, ich habe gesagt, du meinst das 70er-Jahr mit Dr. J und Daryl Dawkins und so. Ja, okay, ja, das ist noch weiter. 90er, da können wir nicht mitreden. Okay. Seht ihr, genau, das ist nämlich eine Frage der Zeit. Also ich kann mich erinnern, dass ich so Anfang Mitte 2000 Basketball geguckt habe, aber auch nie wirklich intensiv. So wie jetzt, so, genau, intensiv. Also so wie jetzt jemand, der jedes Wochenende Fußball schaut, Bundesliga, so habe ich das nie geguckt. Immer mal wieder, wenn es damals noch, glaube ich, auf DSF lief. Aber ich glaube, dann sind wir vier auf jeden Fall die richtige Expertise und wir können das ja mal so reinhauen. Wer ist denn jetzt der größte Basketballer aller Zeiten? Ist es LeBron? Ist es Kobe? Ist es Michael Jordan? Also wenn wir vier das entscheiden können, wer dann, würde ich sagen? Ja, also. Aber ich habe eine große Comeback gesehen mit einem Basketballteam. Es war die Harlem Globetrotters. Genau, against the Washington Generals. Und dann die kommen zurück in die zweite Halbzeit und die haben viel größere Afros und hatten Superpowers. Aber vielleicht wird das ein Episode von Scooby-Doo, aber. Aber ich glaube auch, du würdest klingt nach Space Jam, oder? Ja. Da kommt jetzt der zweite Teil übrigens. Wollte ich gerade sagen, so viel zum Thema Sommer, Comeback. Ja. So viel zum Thema Comeback. Ich weiß, habe ich tatsächlich letztens geteilt bei uns im Wrestling-Chat, dass dann der zweite Teil kommt. Ich bin sehr gespannt. Als sehr junger Mensch fand ich damals den ersten Teil gar nicht so schlecht. Ja, ich habe ihn sogar im Kino gesehen damals, als kleiner Knirps, glaube ich. Oh. 1996 war das. Aber gab es in Deutschland das Super Globetrotters Cartoon? Nein. Nee, aber nein, ich habe die mal hier live gesehen. Okay, well, es gab in Amerika die Super Globetrotters Cartoon. The Globetrotters spielte immer in der ersten Half und als regular Globetrotters and then the Washington Generals, das ist immer like 100 bis 0. Und dann the Globetrotters kommt zurück in der zweite Half und they haben Superpowers und dann ist für 200 bis 100. Und ich habe das nicht gewusst, bis ich ein bisschen älter war und ich habe jede Thanksgiving, Fußball ist ein großer Game, oder Football, amerikanischer Football, großer Game in Amerika on Thanksgiving. Es gibt immer, große Spiels und die Familie kommt zusammen und anschauen Football jedes Jahr. Und ich Lions gegen Cowboys, ja. Genau, das war das große Spiel. Und so wir haben, mein Kumpels, wir haben immer auf zusammen für Thanksgiving und hat immer, like, Elfer Morgans oder was, bevor Abendessen hatten wir ein Fußballspiel. Aber, vielleicht man in Deutschland weiß das nicht, aber der größte Partyabend in Amerika ist nicht Silvester. Der größte Partyabend in Amerika ist der Mittwoch before Thanksgiving. Weil jeder ist zu Hause mit ihrer Familie. Für alle deine Arschlochkumpels von High School oder University, das du hast nicht vor einem Jahr gesehen, sind zurück nach Hause für Thanksgiving und sie sind immer da am Mittwoch. So, das ist ein großer Partyabend. Es ist nicht wie in Deutschland, wo man kann den ganzen Abend trinken, aber bis 2-3 Uhr sind wir super betrunken. So, kommt Donnerstagmorgen, wir haben immer so große Kater. Das ist bevor ich habe Hangover Control erfunden, so wir haben ein riesiger Kater. So, the erste half von the Thanksgiving Day Football Game ist immer uns kotzen und kotzen aufeinander und sehr scheiße Spiele. Für Halftime, wir haben, kennst du diese 40s? Ich glaube, die sind berühmt von Rap Music. 40s, ja, ja, ja. Ja, so wir haben immer ein paar von diesen gekauft und dann wir trinken die 40s über Halftime und dann wir kommen zurück in the second half wie die Super Globetrotters. Mit nur 40 Ounces von Malt Liquor kannst du immer super spielen. So was ich denke, wenn man braucht in Deutschland ein Comeback, das ist das Geheimnis. Du musst nur 40 Ounces Old English oder St. Ides kaufen. Absolut. Also hast du jedes Thanksgiving quasi dein Trink-Comeback mit deinen Kollegen auf jeden Fall. Auch ein großes Comeback. Pascal, wir haben ja dich jetzt hier zu Gast. Also, was die wenigsten ja wissen, du warst ja einer der ersten mit bei Berlin Tag und Nacht damals. Einer vom allerersten Schlag, sag ich mal, als das Ganze losging, wenn ich mich jetzt richtig erinnere, oder? Mehr oder weniger. Ich war tatsächlich, würde ich einordnen, die zweite, / dritte Generation. Also es gab ja den Hauptcast, der damals gestartet ist irgendwann, ich glaube, das war im Jahr 2011, im September. Und ja, das ist 10 Jahre her. Und sind damals auch relativ, also von Quoten her relativ schwach gestartet. Und das hatte sich ja Gott sei Dank auch nur erholt.
aufgrund der Tatsache, dass sie im Social Media so erfolgreich war. Und genau, und dann irgendwann, und dann glaube ich ein halbes Jahr später, bin ich dazu gekommen. Und ja, also ich würde mich eher als zweite, als dritte Generation bezeichnen, aber nicht als die erste. Genau. Ja. Absolut, absolut. Ich hatte ja damals mit dir dann quasi in einer WG gewohnt und hatte aber nur so eine kleine Nebenrolle. Aber bei mir war der Hype ja schon real. Also der Struggle war real mitunter, weil da voll viele Leute drauf abgegangen sind. Aber du warst ja einer vom Hauptcast. Also erzähl uns doch mal damals so, wo du da drin warst quasi, wie die Menschen auf einmal drumherum. Weil ich kann mich daran erinnern zum Beispiel, ich bin zu meiner Ma nach Bremen gefahren und im Zug wurde ich schon voll gequatscht von den Leuten. So, wo ich dachte so, okay, das ist schon ein bisschen strange. Weißt du, ich meine, aber auch in Berlin wurde es immer mal wieder voll gequatscht. Aber bei dir war ja noch wesentlich schlimmer, weil du ja ein richtiger Hauptcast warst quasi. Genau. Also es war von einem Tag zum anderen mit dem Tag der Ausstrahlung. Also irgendwann im März 2012 war dann tatsächlich mein erster Drehtag. Und 2 Monate vergingen dann bis zur tatsächlichen Ausstrahlung. Also ungefähr 2 Monate im Voraus drehen. Und da war das so, dass ich plötzlich dann auf dem Weg war von meiner Wohnung zur S-Bahn, um ans Set zu fahren. Und plötzlich gucken mich die Leute an, erkennen mich die Leute. Die Leute fangen an, mich anzusprechen. Und dann irgendwann, je öfter ich dabei war, also so ein paar Wochen später, war es dann tatsächlich so, dass es echt schwierig war, irgendwo hinzufahren, ohne angesprochen zu werden, ohne Bilder zu machen, ohne aufgehalten zu werden. Und wann immer ich irgendwo war, sind auch Leute auf mich zugekommen und haben angefangen, mir teilweise ihre Lebensgeschichten zu erzählen. Und ich erinnere mich an genau eine Situation, an zwei Situationen erinnere ich mich. Einmal saß ein Typ mir gegenüber auf so einem Vierer in der S-Bahn und meinte dann, sag mal, du und die damalige Darstellerin, mit der ich dort in der Serie zusammen war, quasi, also mein Gimmick, meine Rolle. Ihr seid doch wirklich zusammen, oder? Ich sage, nee, sind wir nicht. Und dann sagt er, aber hier, Peggy und Joe, auch zwei Berlin-Tag-und-Nacht-Darsteller von damals. Joe ist tatsächlich auch immer noch dabei. Mhm. Aber die sind wirklich zusammen, oder? Ich sage, ach nein, auch nicht. Ja, komm, hör auf. Hey, wisst ihr, wie ich damals die Frage gekriegt habe, ist das real, Alter? Das war so hilarious. Ja, sorry. Ganz genau. Und es wurde ja auch immer von RTL 2 tatsächlich auch darauf angelegt. Also ich glaube, bis vor einem oder zwei Jahren durften die Darsteller selbst die Interviews geben außerhalb ihrer Charaktere. Also wenn das nicht K-Fape ist, so wie wir es als Tarkan, Jared, so wie wir es kennen, dann weiß ich auch nicht. Also sie haben sehr darauf geachtet. Ja, und darunter kam es dann auch vor, dass dann auch mir ein Typ, erinnere mich auch noch sehr genau daran, auch ein Typ mal in der S-Bahn gegenüber saß, der mir dann erzählt hat, wie schlecht es doch mit seiner Freundin läuft und wie groß sein Liebeskummer ist. Also so out of nowhere. Also hey, du bist doch der von Lieben Tag und Nacht, oder? Ja. Er meinte, ja, mir geht es auch wirklich nicht so gut. Und ich habe irgendwann mal für mich reflektiert und gedacht, okay, das Problem oder die Herausforderung für die Leute ist es, sich zu distanzieren aufgrund der Tatsache, dass sie dich einfach oft, also mehrmals in der Woche abends in deinem Wohnzimmer haben, auf dem Fernseher. Und sie denken, dass dieses Verhältnis, so wie sie offensichtlich die Rolle kennen, so dass es da so ein enges Verhältnis schon gibt. Das ist jetzt ihre beste Freunde. Ja, genau. Und das ist... Das war wirklich verrückt und es hat bestimmt noch 2 oder 3 Jahre angehalten, dass wirklich ich, egal wo ich hingegangen bin, wann immer ich draußen war, die Leute mich angesprochen haben und Fotos machen wollten. Ich war einmal mit Crazy Sexy Mike am Rathaus in Köln. Wir sind da langgelaufen auf der Karl-Marx-Straße und da waren so ein paar Typen, die haben mich am Arm, bin vor ihnen gelaufen, am Arm haben die mich zurückziehen wollen und meinten so, mach mal Foto mit mir. Ja, ist ganz spannende. Ich wollte sagen, damals war es ja noch richtig riesig. Also ich kann mich auch an ein paar Szenen erinnern für mich selbst, so irgendwie, was weiß ich, dass ich irgendwie durch die Hintertür musste, weil da irgendwie 1000 Jugendliche in Bremen dann vor irgendeiner Tür standen, so eine Scherze. Aber bei dir war ja noch wesentlich heftiger, weil, wie gesagt, du warst ja Hauptcast. Aber danach bist du ja dann quasi rübergegangen zu gute Zeiten, schlechte Zeiten. Später hast du noch vor Blogs gemacht, etc. Was würdest du jetzt den Leuten raten? So, weil das ist ja eigentlich nicht der eigentliche Weg, den du gegangen bist, sondern den Weg, den du gegangen bist, hast du natürlich schon durch harte Arbeit erreicht, etc. Aber was würdest du den Leuten raten, wenn die jetzt sagen, so, ich würde gerne auch mal ins Abendprogramm, ich würde gerne auch mal bei der Serie mitmachen? So, da du jetzt quasi von uns Vieren hier der Veteran da drin bist. Ja, also vorab, um das vielleicht klarzustellen, also bei GZSZ habe ich tatsächlich nicht mehr als 2 Folgen gedreht. Da war ich quasi eine Nebenrolle oder eine Gastrolle, so war das damals betitelt. Und was ich dann noch gemacht habe, tatsächlich war Sterne von Berlin.
Das war eigentlich ein recht relativ cooles Projekt. Für mich bislang auch beste Langzeit. Das war eine Polizeiserie, Jared. Die lief für einen Monat lief die um 17 Uhr auf RTL 2. Man hatte versucht damals, man hatte große Probleme, den 17 Uhr Timeslot bei RTL 2 zu füllen. Alles, was dort lief, hatte keine guten Quoten, keine befriedigenden Quoten für den Sender zumindest. Und hat dann am laufenden Band einfach neue Formate für 4 Wochen ausgestrahlt und geguckt, was davon funktioniert. Und natürlich 17 Uhr ist ein schwerer Timeslot. Du musst, und für Concurrent hast du Phineas und Ferb und das ist schwer. Und es war auch in der Vorweihnachtszeit. Irgendwann haben dann auch plötzlich die ganzen Weihnachtsmärkte und so geöffnet. Ach naja, es war ein Totalschaden. Es ist gefloppt, es ist dann nicht verlängert worden. Aber zurück zu der Frage, Tarkan. Ich glaube, ich bin mir sicher, dass die Chance, ins Vorabendprogramm zu kommen bei Berlin Tag und Nacht oder beispielsweise Köln, ist wesentlich größer, in einer Sprechrolle, als beispielsweise bei GZSZ, wobei alle Produktionsfirmen, die dahinter stehen, tatsächlich regelmäßig auch Castings anbieten. Also sowohl Filmpool ist sehr interessiert daran, das ist die Produktionsfirma hinter Berlin Tag und Nacht und Köln 50667, immer wieder neue Leute zu casten, aber auch natürlich die Ufer, die GZSZ produziert, denn auch die brauchen immer mal wieder kleinere Rollen und kleinere Sprechrollen. Und es hat einfach tatsächlich auch wirtschaftliche Hintergründe, denn am Ende ist jeder, der nicht Schauspieler gelernt hat und für eine kleine Sprechrolle eingesetzt wird, immer noch 5-mal günstiger, ja, als jeder, der von der Schauspielschule kommt. Absolut, und dementsprechend kann ich das als Tipp geben. Geht zu den Castings, so haben wir es auch gemacht. Also ich erinnere mich noch ganz genau, Crazy Sexy Mike, Ahmed Scheer und so beiden Trainer haben damals zu uns gesagt, 2011, geht mal alle zu den Castings und mal gucken, vielleicht springt ja ein Job bei raus. Ich war sogar mit den beiden beim Casting zusammen. Ja, siehst du? Und es hat funktioniert. Sie sollten Recht behalten. Und ich glaube, irgendwann in der Zeit von den Leuten, die damals bei der GWF im Training waren, ich glaube, irgendwann hat jeder mal bei Berlin Tag und Nacht in der Zeit mitgespielt. Absolut. Ja. Das war auch so mit 4 Blocks, war ja irgendwie die komplette GWF. Total. Fast die ganze Besetzung ist, wenn die GWF. Ey, ganz im Ernst. Ich hatte damals so einen langen Bart, wirklich so einen langen Bart. Meine Haare waren lang, alles schwarz und sowas. Also ich hätte da so vom Cast so komplett reingepasst, so Look, dies, das, alles, 1:1. Ja. Dann kamen ein paar Leute vorbei, hier von wegen Casting und so. Allerdings, ich glaube, Pascal gibt mir da auch recht, Casting-Teams, wenn die unterwegs sind, die kriegen auch immer spezielle Aufträge. Das ist nicht so, dass sie losgehen und sagen einfach, wir buchen alles, sondern die kriegen einen Auftrag. Wir müssen das und das buchen. Also casten die Leute, aber meistens halt eben für spezielle Rollen. Und dann casten die mich und sagen, ja, wir brauchen Tschetschen. Und ich sag voll aus wie alles, aber nicht wie ein Tschetschene, weißt du, ich meine so voll langer Bart, lange schwarze Haare, dies, das und so. Ja, sorry, Guys, wurde wohl nichts mit mir. Deswegen, aber easy. Pascal, genau, also neben den Serien hast du auch ein paar Filme mitgemacht. Führ uns da doch mal durch. Oh ja, möchtest du jetzt wissen, was ich da gemacht habe? Ich weiß es ehrlich gesagt nicht mehr. Ich hab vor kurzem mal ein Wrestling-Interview gegeben und die Leute in diesem Interview haben mir erzählt, welche Matches ich hatte. Unter anderem in der Schweiz. Das war für die Schweizer Wrestling-Promotion. Und jetzt, wenn es nach den Filmen geht, ich meine, es waren ja auch nie bei mir jetzt gerade in dem Film nicht große Sachen. Aber dennoch durch die Filme, ich kann ich jetzt ad hoc gar nicht so durchführen. Ich weiß, es gab mal Asphalt-Gorillas, da habe ich mitgemacht. Dann gab es, das ist auch wieder eine Serie gewesen, es gab mal 8 Tage für Sky, da habe ich mit Erkan, habe ich, glaube ich, so viele Projekte gemacht vor der Kamera wie mit keinem anderen. Also Cash Money Erkan von der GWF, Grüße an Erkan, falls ihr das ja auch macht. Grüßt ihr immer fleißig, Leute, wenn ihr die erwähnt. Immer, Shoutouts. Sehr gut. Und was war denn eigentlich das Letzte, was ich gemacht habe? Das Letzte, was ich gemacht habe, war im letzten Jahr die Serie Glauben. Das ist eine Serie, die wird irgendwann jetzt demnächst mal auf Fox kommen. Zumindest Glauben war der Arbeitstitel. Ich weiß gar nicht, wie sie jetzt in echt heißen wird. Habe ich auch als Stuntman gedreht. Und und ehrlicherweise, wenn jemand fragt, wie kommt man als Stuntman ins Geschäft, ich glaube, das ist wirklich schwierig, als Stuntman irgendwas zu machen. Absolut. Und auch da haben wir einfach den großen Vorteil, dass wir bereits ausgebildete Wrestler sind und wirklich mehr als jahrelange Erfahrung haben und genau das tatsächlich für jeden im Stuntbereich sehr hilfreich ist, um da an Jobs zu kommen. Aber auch dort ist es ehrlicherweise so, dass es immer werden bestimmte Typen gesucht. Beispielsweise ich bin 1,90 Meter groß, ich bin jetzt nicht der gesuchteste Stuntman. Also ich bekomme sehr selten tatsächlich auch Einladungen für Stuntsachen und oft wird dann ein Großer gesucht und dann werden irgendwie
aus ganz Deutschland, irgendwie 8 Große zusammengetrommelt. Und wer auch immer dann davon am besten passt, der bekommt dann den Job. Also von daher, ja. Ja, das ist halt eben das, was die Leute immer wieder vergessen. Ne? Also in jeder Kunstbranche, sei es Musik, Film oder Catch oder wie auch immer, sobald Kunst damit Vorhang spielt, dann hat der Produzent oder derjenige, der die Vision hat von dieser Kunst, immer schon eine gewisse Voraussetzung, also eine gewisse Vorstellungskraft, wie sein Projekt am Ende aussieht. Und dementsprechend baut er das halt eben zusammen. Dann geht das dann nicht unbedingt, so blöd es dann klingt, aber nicht 100% logischerweise wie beim 100-Meter-Laufen nach Leistung. Logischerweise, ist nun mal einfach so. Pascal, wir haben jetzt noch gute Zeit auf jeden Fall mit dir und ich glaube, du hast jetzt schon super viele die Leute mit abgeholt und denen mal erklärt, wie der Hase denn so läuft, gerade bei den ganzen Castings etc. Kommen wir zum Thema Wrestling, weil das steht natürlich im Raum. Wir haben hier... Es ist fast ein Wrestling-Podcast. Absolut, absolut. Wir haben hier zweieinhalb Wrestler jetzt hier gerade drin, ja. Ehrlicherweise in der Vorbesprechung hat Hakan mir mehr oder weniger untersagt, über das Wrestling zu sprechen. Und ich habe mir gedacht, mal gucken, ob wir das hinbekommen. Na, ich wollte gerade sagen, also es sollte jetzt nicht das Thema werden. Wir hatten ja letzte Woche WrestleMania Week, wo Jared immer noch Social Media Detox war. Schöni uns erzählt hat, dass der Ultimate Warrior sein großer Kindheitsheld war. Schau dann auf jeden Fall da dran. Rest in peace. Absolut. Deswegen, jetzt für dich fürs Wrestling. Jetzt hatten wir ja, meine Damen und Herren, ein Jahr lang quasi nada, niente. Wie ist das denn für dich, also ich kenne es natürlich für mich, aber auch gerne, dass du mal die Leute damit abholst. Wie ist das denn für dich, wie bereitest du dich denn jetzt darauf vor, auf das Ungewisse, wo du weißt, okay, irgendwann geht es wieder los, aber du weißt noch nicht wann. Wie machst du das in dem Moment? Schaust du Wrestling, jetzt, wo es gerade jetzt hauptsächlich mit Monitoren als Fan stattfindet und sowas? Genau. Also erstmal vorab ein Spoiler, wenn alles klappt und wir viel Glück haben, dann gibt es vielleicht sogar was im Mai. Aber Live-Shows oder etwas auf der Internet oder was? Definitiv nichts live. Also das ist ja unwahrscheinlich. Aber genau, sollte es so passieren können, dann gibt es zumindest etwas im Mai, wo wir Content produzieren können. Das spoilere ich jetzt einfach mal so gerade raus. Und da bin ich gerade dabei, mich tatsächlich sehr konkret darauf vorzubereiten. Also ich erinnere mich an einem Gespräch, das wir mal hatten, Backstage, Jared Hakan. Als ich erzählt habe, dass ich mit 2200 Kalorien aktuell auskomme, genau in diesem Modus bin ich gerade wieder. Dementsprechend reizt mich nicht. Ja. Bei 1,7, das kriegen wir hin. Sehr gut, 1,7 ist echt daraus nochmal. Und ich habe tatsächlich gerade aktuell das große Glück, dass ich aufgrund der Tatsache, dass es hier eine Reha-Sportmöglichkeit gibt bei mir in der Nähe, wo ich wohne, tatsächlich zum Reha-Sport gehen kann, das auch gerade aktiv nutze, einfach auch um etwaige Rückenbeschwerden vorzubeugen, denn die bekomme ich definitiv, wenn ich aus dem Training rausgehe, und das habe ich auch einfach in den letzten Monaten, wo einfach alles zu war, sehr, sehr stark gemerkt. Und so ist es gerade. Also gerade ist ein Ziel vor Augen, keine Ahnung, ob das klappt, also nimmt das wirklich nicht für bare Münze. Niemand weiß, was in einer oder in zwei Wochen ist, leider aktuell. Richtig. Aber das ist zum ersten Mal, seit langem ist es wieder ein Ziel vor Augen. Und ansonsten habe ich im Juli gibt es aktuell tatsächlich noch einen Auftritt in Österreich, der auch schon fest zugesagt ist, zumindest von den Veranstaltern aus. Und das ist natürlich ein weiteres Ziel, aber es ist wirklich sehr, sehr schwer. Und ansonsten gucke ich Wrestling. Habe angefangen mit einem Kumpel, wir sind gerade dabei, einen kleinen Podcast über Wrestling zu machen. Mehr dazu, wenn es dazu mehr zu sagen gibt. Noch sind wir gerade in der Ausprobierphase. Und viel Wrestling gucken, das hilft und macht mir tatsächlich gerade mehr Spaß denn je. Und ehrlicherweise habe ich das Gefühl, dass die Pause, die ich jetzt hatte, auch dafür gesorgt hat, dass das Feuer wieder zurück ist. Ein Feuer, das ich wirklich lange vermisst habe. Ich war zwischendurch dachte, wow, okay, vielleicht kommt es einfach auch nicht mehr wieder. Und es ist Zeit, das dann auch vielleicht zu lassen oder damit aufzuhören. Oh, schön. Oh, und dann hätte ich meinen großen Konkurrenten in Berlin nicht mehr. Das wäre ärgerlich. Aber das hört sich für mich schön an, dass man auch mal aus was Negativem, was die Corona-Krise absolut ist, dass man sagt, einige Sachen, die man als selbstverständlich genommen hat, das kann man ja wirklich in jeder Lebenslage nehmen, kann man sagen, dass wieder das Feuer zurückkommt. Und ich sage, wenn wir das erste Mal wieder ein Bier in der Hand haben und laut Musik hören, werden wir das vielleicht ein bisschen mehr schätzen. Und ich meine, in deinem Beispiel ist es noch krasser. Ich meine, du bist Wrestler, du hast es über ein Jahr nicht machen können. Wenn du deine ersten Moves wieder auspacken kannst und wieder diese Leidenschaft spürst, schön. Das hört sich für mich sehr gut an. Ja. Kleiner Vorteil. Ganz genau. Pandemic, ja.
Auf jeden Fall, Pascal, super, super cool, dass du da warst. Hast du noch irgendwas zu promoten, ja, wo die Leute dich finden können, wo die dich unterstützen können? Für mich ist das Wichtigste, folgt die German Wrestling Federation. Wahrscheinlich werdet ihr schon oft hier davon gehört haben. Und ja, unterstützt die German Wrestling Federation unter We Are GWF, findet ihr sie überall online. Denn dort findet ihr nicht nur mich, sondern auch tatsächlich Tarkan und hin und wieder, da weiß ich gar nicht, wie es da weitergeht, mit unseren Jared. Und ja, das war's schon. Und bis dahin bleibt vor allem alle gesund. Passt auf euch auf. Vielen Dank für die Einladung. Ich war sehr gerne hier. Hat mir Spaß gemacht. Das freut. Das ist das Wichtigste. Danke, dass du da warst. Wir sehen uns in the ring. Oh yeah. Oh, ja. Dankeschön. Pascal Sporter. Ich nehme dich beim Wort, Jared. Pascal, alles Gute dir und bleib gesund. Ciao. Vielen, vielen Dank. Ciao. Ja, das war doch mal ein super Gast. Also auf jeden Fall super interessant. So auch die ganzen Sachen, die er schon gemacht hat. Deswegen ist auch super dann zu hören von jemandem aus Erstland. Kurze Frage, wo kann Nick in den Gyms hier gehen in Berlin? Aber was ist mit den anderen Bundesländern auf Deutschland? Ich denke, einer der größten Probleme in Deutschland ist, dass jeder Bundesland hat etwas Produktes gehen on und Angie kann Nick das wird sie doch jetzt, das ändert sich doch jetzt. Ich habe gehört, dass in zum Beispiel Hannover kann man in McFit gehen. Das ist das Problem. Wir haben keinen Präsidenten, der sagt, halt, stopp, wir machen das jetzt so und so. Das haben wir ja schon gehabt mit den AstraZeneca, also mit allen Impfstoffen. In den USA wurde das ja zum Präzedenzfall erklärt. Dadurch hat halt eben der Staat die Hand auf den Impfstoff. In Deutschland hat man weiterhin gesagt, nee, die Firmen machen ihr Ding. Und ja, das ist das Problem. Unsere Politik funktioniert einfach nicht. Ja, aber wieso funktioniert das? Ich meine, du hast das Beispiel gesehen, dass der letzte Präsident hat gesagt, oh ja, jeder Staat macht, was es will. Und dann jedes Tag, ja, alle anderen Länder, the COVID geht, you know, es hat einen Peak, aber dann geht runter. Amerika, es sieht aus wie ein Halfpipe. Ja, aber das Problem in Deutschland ist einfach, dass jeder Beschluss, also egal was ist, du kannst als jede Bundespartei oder Bundestagsmitglied, kannst du noch so eine dumme Idee kommen, die einreichen und dann musst du erst besprochen werden. In Amerika hat der neue Präsident gekommen und sagt, okay, fuck you, wir machen das ist wie wir machen das, nicht jedes Staat macht dies, jedes Staat macht das. Das ist eine Strategie für die ganze Land und in Amerika, jetzt ist alles unter Kontrolle und jetzt ist Deutschland, tut mir leid, aber komplett Katastrophe. Das gibt es in Deutschland leider nicht. Hier muss immer alles wird besprochen und alles wird abgestimmt. Dafür ist der Bundestag da. Man wählt mehr oder weniger die Parteien, die man wählt. Diese setzen sich am Bundestag, da wird dann halt eben irgendein Thema besprochen und dann sind alle, die halt eben im Bundestag sitzen, also die Parteien, die stimmberechtigt sind mit ihren Stimmen, die müssen dann darüber abstimmen, wer denn, ob das denn jetzt gemacht wird oder nicht. Also ja oder nein. Ja, aber wir bezahlen, und ich bezahle deutsche Steuer, und wir bezahlen ziemlich viele Steuer für so eine scheiße Response. Wenn man muss nur, 8%, 10% Steuer bezahlen, okay, kein Problem. Aber ich bezahle vielleicht fast 50% Steuer. Ja. Die Apartheid ein bisschen mehr von meiner Regierung. Fucking hell, was soll ich dir sagen? Es ist auf jeden Fall sagt okay, ich habe nicht beklagen, wenn die Brücke neben mein Haus, die haben gesagt, okay, wir müssen das reparieren. Oh ja, wenn es ist fertig in 2-3 Wochen, es ist fertig in 2028. Wirklich, 7 Jahre ohne Brücke. Okay, habe nicht gesagt. Okay, es gibt Hundescheiße überall auf der Straße. Wenn magst du das weg, Regen? Nee, wir machen das nicht. Okay, habe ich gesagt. Aber mit Corona, ich muss etwas sagen. Angie, what the fuck? Wie gesagt, Angie kann da relativ wenig dran tun. Das ist ja das Problem. Ja, Schöni, du wolltest gerade was sagen zum Chat. Was sagt der denn so? Ja, Corona. Es ist einfach jeden Tag. Genau. Also das auf jeden Fall sagt einer hier... Diano, Evil Jared Hasselhoff, hello. Also es war speziell an dich ein Hallo. Ja. Von wem? Von Diano, 2376, Evil Jared Hasselhoff, hello. Und Toyboy sagt, das erste Mal wieder in den Swingerclub gehen nach Corona, das wäre ein Traum. Ja. Dann schreibt jemand, GWF-Fan seit 2017. Also, sehr geil. Seit 2017, so nicht so lange, aber nicht schlecht. Ja, trotzdem geil. Ich glaube, der hat schon einige Schlachten von uns gesehen. Der hat ja auch dich dann schon. Ein neuer Fan. Ja, und ansonsten stimmen die Leute euch zu, viel zu viel Bürokratie in Deutschland. So, wir können the Twitch, wo kann man das sehen? Was denn? Ich kann eine Tablette, ich kann unser Twitch-Channel anschauen, oder? Ja, da siehst du auch den Chat. So macht das der gute Schöni. Fuck, Alter, du verrätst unsere ganzen Magietricks hier.
Nein, du musst einfach nur nebenbei das irgendwie online schauen. Ich kann es nicht, weil ich mein Handy nutze, damit ich quasi eine Kamera. Nein, ich nutze so einen scheiße Computer, ich habe keinen zwei Screens. Ich glaube, ja, ich lasse mein Handy. Ich kann einen Chat sehen und einen Twitch sehen. Wir sind Berliner Atzen Twitch-Podcast hier. So, alles ist irgendwie MacGyver zusammen irgendwie. Genau, deswegen gucke ich immer aufs Handy und lese hier die Kommentare vor. Und was ich bei der Anmoderation nur vergessen habe, ist, den Ton mal auszumachen. Dementsprechend habe ich mich zweimal gehört. Aber das Gute ist, jetzt habe ich den Ton weg und kann aber mal lesen. Und liebe Freunde, ich habe es auch. Ich habe gedacht, das vielleicht gibt es Ton in meine. Ja, das war. Aber daran siehst du, wir sind live, ja. Genau, denkt dran, wir haben einen Donation-Button. Ihr könnt diesen Livestream immer wieder unterstützen. Einfach draufdrücken, das ist dieser rote Button unter dem Stream. Ansonsten 3andsome.de/. Richtig, smash that shit! /support und dann könnt ihr uns eine kleine Spende geben und uns ein bisschen unterstützen. Dann können wir auch besseres Equipment hier haben. Dann. Ja, genau. Spam that fucking Donate-Button. Im Moment schustern wir uns wirklich alles MacGyver-mäßig zusammen wie Tarkan. Wollte ich gerade sagen, wo wir gerade bei großartigen Comebacks sind. Was haltet ihr denn von den Comebacks? Ja, wir haben was ganz anderes. Sorry, mein Fehler. Also, kein Problem. Greatest Comeback of all time werden wir gleich diesen Gast fragen. Er ist einer der berühmtesten Producer der Erotikbranche in Deutschland. Er hat wirklich alles gesehen. Er hat wirklich jeden vor der Kamera gehabt. Alles gefilmt. Und er ist großer Hip-Hop-Fan und Nerd. Er kennt wirklich alles, was ein Nerd wissen muss. Ihr könnt ihn wirklich alles fragen. Und hier ist der legendäre Tim Grenzwert. Live aus Barcelona. Tim, willkommen. Matthias, hört ihr mich? Ja. Ja, sehr gut. Geil. Geil. Ich habe nämlich extra hier beim Asiaten noch so einen Billig-Kopfhörer geholt, weil ich meine am Set gestern vergessen habe. Ah. Aber wir hören dich. Wir hören dich. Sehr schön. Was hast du denn gestern? Barcelona? Barcelona, auf jeden. Was machst du da? Wir drehen hier 4 Folgen Horny Hostel für Let's Do It. Wir haben ja letztes Jahr viel in Deutschland, Berlin gedreht. Mhm. Aber durch Corona sind wir jetzt gezwungen, auch mal woanders zu drehen, weil du die Mädels halt nicht mehr so leicht nach Deutschland bekommst. Und deshalb sind wir jetzt hier in Spanien. Und da drehe ich mit meinem Kollegen Max Cortez die Spain Edition Horny Hostel. Kennt ihr natürlich alle, wa? Habt ihr bestimmt schon mal gesehen. Horny Hostel kenne ich. Erklär uns mal die Storyline, so auch für die Nichtkenner. Na, Horny Hostel, was soll ich dir da erklären? Da ist ein Hostel, ne? Da kommen junge Mädels, ne? Mit Backpack rein, ja? Da ist der notgeile Rezeptionist. Aber es ist nicht wie the Film Hostel, oder? Nein, um Gottes Willen, das ist nicht Torture Porn. Kein Torture Porn. Nein, geht in die andere Richtung. Mhm. Oh, schade. Also auch wie bohren, aber ohne dass jemand blutet am Ende. Ja. Gott sei Dank gibt es Soft-Tampons, ja, die verhindern, dass jemand blutet. Pink Gloves. Ne? Pink Gloves, ja, hat mir. Oh, fucking hell. Also und so Corona, the Pandemie ist nicht so ein Sauerei in Espanol als in Deutschland? Doch, da ist es auch. Also es ist überall natürlich so, bist du ja selber. Ja, und wenn wir produzieren, ich muss dazu sagen, wenn wir einen Film drehen, dann halten wir uns auch strikt an gewisse Regeln. Ja, jeder Darsteller. Aber es ist Porno, so Social Distancing ist ein bisschen schwer. Ja? Also das Team hält Abstand. Ja, wir tragen auch alle Maske 9 bis 10 Stunden am Tag am Set. Mhm. Wir sind alle getestet, also das ganze Team hat PCR-Tests und die Darsteller ebenso. Und die Darsteller, die lassen sich einen Tag vorher testen. Und werden dann ans Set gebracht und da wird dann gedreht. Also weltweit wird so gedreht. In Amerika, in Spanien, also europaweit. Ne? Das ist, weil es muss ja auch irgendwo weitergehen. Und toi, bis jetzt ist mir noch nichts bekannt, dass irgendjemand einen positiven Corona-Test hier abgeliefert hat. Aber jetzt mal eine Frage, die von unserem Producer wurde die nämlich erwünscht, ja. Du sollst mal so ein bisschen deinen Lebenslauf, deine Agenda mal so ein bisschen runter. Was für Projekte, wo hast du angefangen, was hast du alles gemacht? Und natürlich, wenn du jetzt irgendwas auslässt, werden wir das dir natürlich verzeihen, aber um mal den Leuten, die einen Tim Grenzwert nicht kennen, dass du mal ein bisschen raushaust, mit wem hast du gearbeitet und was für Projekte hast du alles? Ja, ich schätze, dass viele Leute denken über Porno
Und well, das ist nach der Gesicht, wollte ich gerade sagen. Der Kopf, wenn man Porno sagt. Ich wollte gerade sagen, wenigstens kennen die Leute hinter der Kamera sozusagen oder die Produzenten. Ja, man stellt sich natürlich immer so einen Fukuhila-Typen mit Goldkettchen vor, wa? Er früher in den 90ern. Der mit Nachnamen Goldberg heißt wahrscheinlich oder so, ne? Übrigens witzig, ihr hattet gerade einen Gast, Pascal Spalter, ne? Ist auch ein geiler Name für als Porno-Actor eigentlich, ne? Ja, wenn man es ganz streng nimmt, Ja, deine Agenda, dein Lebenslauf, hau mal raus, wie hast du angefangen, wie bist du dazu gekommen und was waren so deine ganzen Projekte, die du gemacht hast? Ich war so eine richtig faule Socke in der Schule. Und die Schullaufbahn, die ging echt so richtig krass bergab, ne? Und irgendwann musste ich mich aber zusammenrappeln, hab dann Fachabitur gemacht und das war aber auch nichts für mich, denn Wirtschaft und Verwaltung, und wollte schon immer irgendwie was mit Film machen und habe dann eine Bewerbung für eine Filmhochschule vorbereitet, die in Babelsberg. Und mein Bruder meinte zu mir, es wäre doch geil, wenn ich ein bisschen Praxis erlernen würde in einer richtigen Medienanstalt. Ja, mal eine Kamera halten und mal so beim Schnitt über die Schulter schauen. Und dann habe ich in der City. Die City ist so ein lokales Magazin, wo halt so Anzeigen drin sind, wo man sich bewerben kann als Praktikant und so. Und da habe ich dann von Inflagranti Film Berlin damals eine Anzeige gefunden, dass sie noch jemanden suchen für ein dreimonatiges Praktikum. Und da habe ich mich dann beworben und wurde auch zwei Tage später sofort eingeladen. Inflagranti Film war mal einer der bekanntesten Pornoproduktionen in Deutschland. Die haben diese Sex Parade Filme gemacht auf der Love Parade. Oh ja, und da hatte ich dann ein Bewerbungsgespräch. Und da wurde ich auch super empfangen von Dudes, die halt so waren wie ich, so, weißt du, irgendwie Leute, die irgendwas mit Medien machen wollten, die eine kreative Ader haben, und die sind da irgendwie alle gelandet, und es ist auch schwer gewesen, da wieder wegzukommen, weil die halt alle so cool waren, und du in kurzer Zeit, Pornografie ist halt so ein Medium, du kannst in kurzer Zeit so schnell wie möglich das umsetzen, auf was du selber Bock hast, ohne dass dir großartig irgendein Wichser über die Schulter schaut und sagt, ey, mach das mal nach, schnell das mal raus, weißt du, also du hast halt kaum Zensur. Du erzählst gerade also ein bisschen mein Weg. Das ist absolut richtig, genau. So kann man es zusammenfassen, sehr gut, sehr gut. Und es war halt echt einfach geil, weißt du, ich habe in kurzer Zeit ziemlich schnell gelernt, wie man die Kamera bedient, wie man schneidet, und habe dann so richtig billig für 100 Euro am Tag Kamera hier und da mal gemacht auf irgendwelchen Gangbang-Partys in Lichtenberg, so eine Rooftop-Partys, wo dann irgendwelche SM-Partys waren mit Sklavenversteigerung und so, ne? Da stand ich dann so mit meiner Mütze, damals war so über ein krasses Hip-Hop-Outfit, der Mütze so schräg, XXL-T-Shirt, weißt du, stand ich dann da zwischen den ganzen Latex-Dieben und den ganzen BDSM-Typen mit ihren Rüschenhemdchen und so. Und irgendwie hat sich das so entwickelt, dass ich dann halt auch mal für Magma-Film arbeiten durfte als Behind-the-Scenes-Kameramann. Und so habe ich mich immer mehr hochgemausert, bis ich dann irgendwann mal eigene Produktionen angeboten bekommen habe. Und da haben die Leute gemerkt, dass ich halt Bock drauf habe, dass ich auch Bock habe, wirklich was zu filmen und zu schneiden und mir Geschichten auszudenken. Und das ist halt so. Und jetzt bin ich bei Let's Do It, ne? Bei der größten Firma Europas, was Pornografie betrifft, sage ich mal. Und da machst du zum Beispiel ja auch ein großes Bumsbus, habe ich gemacht. Bumsbus, ja, mega geil. Und ja, das habe ich gesehen. Und der Track ist auch von Orgi, der ist im Ohr. Genau, von Orgi. Orgi hat den ersten Track gemacht. Wir haben dann, ich glaube, bei der zweiten Staffel hat dann Frauenarzt den Track dazu gemacht. Und ich glaube, die Venus 2015 war das, die den Bumsbus mit Orgi, seinen Track, und dieses ganze, diese ganze Atzenscheiße, dieses ganze dumme Zeug, wir haben ja den Porno quasi auch parodiert, weißt du, das machen wir ja immer noch, aber da haben wir es wirklich auf die Spitze getrieben, und das hat den Bumsbus halt so, das ist so ein Phänomen, das hat ihn richtig außerhalb, also aus dieser Porno-Box geschmissen, und das absolut, ist irgendwie so ein absolut bisschen Mainstream geworden, so, ja. Ich kriege heute noch Nachrichten von Leuten, die wollen unbedingt Bumsbus-Mützen haben, die wollen, also wir haben auch Bumsbus-Merch am Start, kann man bei uns bestellen, mariamia.shop. Ja, Shoutout an Pint Eastwood, der natürlich der Fahrer war, ne? Definitiv. Ja. Pint ist eine Legende. Ja, und ihr habt da relativ geile, lustige Storylines immer gehabt, die wirklich schon fast Comedy-mäßig waren. Und ich meine, dann hat man so nebenbei, ach krass, gleich wird auch noch eine heiße Tante hinten im Bus weggeballert. Ja, also das habt ihr ziemlich geil gemacht, fand ich immer sehr cool. Danke, danke. Okay, lass mich gerne eine Frage stellen. Uber Porno, das ist an entweder Tim
Oder, Schoni, ist es wahr, dass die, nicht der weibliche Albert, ist wahr, dass die männlichen Darsteller müssen mit Schwulporn beginnen und dann ein bisschen work their way up to straight, oder? Habe ich noch nie gehört. Mythos, Mythos. Das habe ich gehört in Kalifornien. Aber das frage ich mir auch immer. Ich frage mich auch immer. Hast du mal angefangen damit, Jared, und bist diesen Weg gegangen und hast dann gemerkt, nach den ersten Szenen, das ist doch eine Lüge. Hey, das ist doch eine Lüge. Ich habe probiert, nicht wirklich meine Geschmack, so ich habe okay, ja. Ich würde alles probieren einmal. Aber das frage ich mich auch immer. Also jetzt, wo wir dich gerade da haben, wie ist das denn jetzt, wenn du mal Leute real castest, also ohne erstmal Kamera, ich denke mal, du lernst sie erstmal so kennen. Gibt es da irgendwie so einen Fragebogen, wo die dann so ausfüllen müssen? Ja, was machst du alles? Ja, ich das und das und das oder mit 12 Kerlen auf einmal kriege ich hin und ja, nee, das kriege ich nicht hin. Das ist nicht so mein Ding, das lassen wir raus. Oder, weil bei manchen Menschen ist ja so die Hemmschwelle so quasi gar nicht da und bei anderen ist wiederum so, ja, alles nur Blümchen oder so. Wie ist das so? Wir hatten das bei Inflagranti-Film hatten wir damals tatsächlich so einen Fragebogen, den jeder Bewerber bekommen hat. Den haben wir damals sogar noch ausgedruckt und dann haben wir den per Post zu denen geschickt. Die mussten den mit frankierten Rückumschlag dann zurückschicken. Und da gab es dann wirklich solche Fragen. Ja, also da wurde dann nach der Schwanzlänge gefragt. Da wurde dann gefragt, auf was man so steht, NS aktiv oder passiv, also Natursekt. Ob man bereit wäre, ein Gangbang mitzumachen mit mehreren Leuten. Und dann sollte man noch so 2 bis 3 Aktfotos ganz Körper schicken, immer ganz wichtig, gerade bei den Typen, ganz Körperfotos, weil die meisten schicken ja dann nur die Spitze vom Schwanz, so, weißt du. Und ja, also das haben wir damals gemacht. Heutzutage ist es ein bisschen anders, weil jetzt für Let's Do It, darf ich leider niemanden mehr wirklich casten. Es gibt doch kein Casting-Format. Da muss ich quasi auf professionelle Darsteller zurückgreifen. Und es gibt auch nicht wirklich noch so ein klassisches Casting, wie man es aus Bang, Boom, Bang oder so kennt. Es gibt einfach nicht diese rote Couch, wo die Leute sich vorstellen schwarz. Und dann wird Probe gefickt. Gibt es leider nicht mehr. Schwarze Couch. Nimm das ist schade. Aber es gibt doch genügend so Typen, die so, also da wirst du doch tausende Mails bekommen haben, die so, hey, hier ist der Rico aus Chemnitz. Andauernd. Ich wollte nur sagen, ich habe echt einen Riesenteil. Also Tim, wie sieht's denn aus? Wann kann ich denn die Tanten wegballern? Glaub mir. Ist schon viel zu lang, die Nachricht. Ist schon viel zu lang. Also, ich habe Bock auf Ficken. Warte mal. Ja, quasi. Berlin, Anmachspruch. aber warte mal. Also, wie, du kannst keine Castings mehr machen. Das heißt, wenn jetzt irgendwie ein Mädel oder irgendein Kerl oder ein Transsexueller oder was auch immer, jetzt irgendwie denkt so, ich hätte Bock auf Porn und dann schreibt ihr dich an und dann sagst du einfach nur ja oder nein oder wie läuft denn der Hase? Weil du weißt ja nicht, was sie liefern. Also was wir haben eine ganz gute Struktur innerhalb Europas. Da gibt es 3 bis 4 große Agenturen, die sitzen in Budapest und in Prag und dort bewerben sich alle 9 Leute, Männlein und Weiblein, ja, überwiegend natürlich die Mädels. Und die haben halt Internetseiten, da gehst du als Produzent rauf. Du kriegst auch Newsletter, wenn ein neues Mädel am Start ist oder eine neue Location oder ein neuer Mann. Du kriegst sogar, es gibt WhatsApp-Chats, wo alle Produzenten drin sind. Da schreiben die Agenturen dann auch, wenn ein neues Mädel am Start ist. Und dann kannst du auf die Seite gehen und dann hast du wie so einen Katalog. Und da kannst du dann, da gibt es dann diesen Fragebogen, den du angesprochen hast. Ne? Die müssen die quasi bei der Agentur ausfüllen und dann werden die ganzen Skills und die ganzen Sachen, die Mädels machen oder die Jungs machen, die werden dann dort übernommen und dann kannst du halt ganz genau sehen, was du buchst. Und die Agentur übernimmt auch jede Verantwortung. Das heißt, wenn ein Model mal krank wird oder nicht reisen kann, dann müssen die dafür sorgen, dass du Ersatz hast für den nächsten Tag. Ja, also die kümmern sich quasi um den Nachschub. Ey, du hast gerade voll unser Bild zerstört, Alter. Wir haben immer noch alle dran geglaubt. Ihr labert die wirklich auf der Straße an, haltet da irgendwie so ganz schlecht 20 Euro in die Kamera, nur mit den Fingern. Schlimm, und so. Schlimm, oder? Das glauben die Leute tatsächlich. Ja, aber durch den... Egal, was soll ich sagen? Ich bin voll dabei gewesen. Aber durch den ganzen Amateur-Porno, den es gibt, ne, wachsen ja schon einige Talente raus. Und wenn die wirklich gut sind, dann seht ihr das ja. Und dann werdet ihr auch wieder verknüpft. Ne? Gibt es sowas wie Talent-Scouting bei euch? Nee, das machen die Agenturen. Das sind die Agenturen. Wenn wir jetzt ein neues Mädel am Set haben, haben wir auch einen Fragebogen. Ja, aber das kann auch ein Mädel sein, die jetzt schon 3 Jahre irgendwo Pornos gedreht hat und die jetzt das erste Mal bei uns am Set ist, kriegt die trotzdem einen Fragebogen, wo sie halt auch bei uns ein paar Sachen ausfüllen muss. Ob sie Doppelanal macht, ob sie Double Penetration macht, ob sie Spitting, Smacking, den ganzen Scheiß. Ne? Kissing.
Ja, alles, die ganzen... Übrigens wollte ich nochmal wiederholen, dieser Stream ist ab 18, nur zwischendurch mal als Information. Ja, cool. Ich meine, hau mal raus, mit was für Leuten hast du, ich meine, wie lange bist du jetzt dabei? Du bist jetzt auch schon über 15 Jahre dabei, oder? Ja, ich glaube 15, 16 Jahre ungefähr. Also, hau mal so ein bisschen raus, mit wem hattest du schon so die Ehre zu arbeiten? Hau mal so wirklich hintereinander von Kopf schießen. Also ich sag mal, der erste große Star oder da, wo ich echt dachte, wow, mit dem arbeitest du jetzt zusammen, war damals Conny Dux, weil weißt du, darauf war ich damals selber noch gewichst, weißt du, als ich so mit 14 da saß, so Conny Dux, und dann steht er vor deiner Kamera und du denkst so, Alter, ist Nate. Und dann so, sorry Conny, sorry, ach stimmt, das hast du ja gar nicht mitbekommen, ich hab mir auch mal einen auf deine Filme. Ach, das wisst ihr doch. I'll think big boy. War Connie schon eine Gäste bei the podcast? Nein, aber ist auch auf unserer Liste. Ja, okay. Good ist, idea. Ist, habe ich auch schon angefragt, aber er tut gerade renovieren zu Hause, er kann nicht. Auf jeden Fall, dann Vivian Schmidt, mit der habe ich ein paar Sachen gedreht. Dann hatten wir Bonnie Rotten, mit der haben wir drei Filme gedreht. Heißes Gerät. Da haben wir. Ich war in einer Film mit Bonnie. Stimmt, du warst in Roller Girl 2, da haben wir bei euch im Getränkelager warst. Da wurde Evil Jared gedreht. Da wurde da hatte sie, sie diese kleine Sektflasche, hatte Bonnie Rotten im Arsch. Genau. Und du hast sie rausgezogen und dann hat sie dich voll gesquirtet. Ja, genau. Und du hast dich darüber aufgeregt, aber hast trotzdem ein Lächeln im Gesicht gehabt. Ja. Halt eben ganz normaler Montag in Berlin halt, ne? Man kennt's. Berliner Montag. Geil. Oh, so, ja, gute Ding, dass es ein Abend 18 Stream ist. aber jetzt mal eine Frage. Ich meine, du bist definitiv einer der bekanntesten Producer in Deutschland. Der Name Tim Grenzwert. Und Maria Mia ist auf jeden Fall bekannt, wer sich mit Erotik und Porno auskennt. Aber in deinem Körper ist ja auch ein Nerdherz, ja. Und du hast ja mal mit deinem Bruder, hast du ja auch mal so eine YouTube-Show gehabt oder hast noch, wo ihr über die ganzen Sachen, die den Nerdleuten auf der Zunge und im Herz schlägt, behandelt, ne? Erzähl uns mal ein bisschen davon. Ich hatte mal vor, ich glaube 2012 habe ich damit angefangen, ein YouTube-Format zu machen namens Frag, abgeleitet von Lobo, die Comicfigur. Ne? Ja, da ist ja alles Frag und DC, genau, richtig gut. Und da haben wir versucht, ein Videoformat zu kreieren, wo wir halt Horror- und Slasher-Filme rezensieren, Comics vorstellen. Aber durch die reguläre Arbeit habe ich nie wirklich Zeit gehabt, das weiterzuführen. Ich habe jetzt aber wieder einen neuen Ansatz gefunden. Ich werde jetzt wahrscheinlich ab nächsten Monat ein neues Unboxing-Format raushauen, wo ich halt Actionfiguren und Steelbooks präsentieren werde, weil alles, was in Deutschland so ist, was es so an Videos gibt, ist einfach nur lame, so, das ist einfach langweilig. Du hast immer Leute, die packen das aus, erzählen, wie viele Gelenke die Figur hat und das war's, so, weißt du? Und das, ich will es halt noch ein bisschen mit Entertainment machen und ja, und das Nerd-Ding ist halt bei mir schon, seitdem ich ein kleines Kind bin, ganz tief drin. Das ist auch der Grund, warum ich Pornos drehe, weil ich halt unbedingt Film machen will. Ne? Und manchmal verstecke ich auch so kleine Easter Eggs in den Pornos. Ja, dann haue ich zum Beispiel manchmal, sagen die Darsteller in den Pornos irgendwelche Zitate aus Zurück in die Zukunft zum Beispiel. Weißt du? Geil. Hm. Ja, und was ist denn so das Ding, wo du sagst, da geht mein Herz auf? Also ist es das Gaming, ist es die alten Comics, sind es Actionfiguren, sind es die alten Filme aus den 80ern? Was ist so dein Spezialgebiet? Ich glaube, die ganz große Liebe sind wirklich die Filme. Ja, ich liebe Filme, ich fange an zu heulen, wenn ich im Kino sitze, und es muss doch nicht mal eine traurige Szene sein, aber wenn eine Szene filmisch und musikalisch mich so umhaut, dann sitze ich da und dann kommt mir eine Träne, einfach nur, weil ich es krass finde. So ging es mir letztes Mal bei Joker in dem Film. Ja, da saß ich im Kino. Ich habe den zweimal im Kino gesehen und beim zweiten Mal wusste ich, was mich erwartet und habe auf bestimmte Szenen gewartet und saß da und habe einfach nur, ich war so krass geflasht, habe Gänsehaut bekommen und Film ist einfach so mein Ding, so, weißt du? Welche Szene war das? In der U-Bahn. In der U-Bahn, wo er the dry kill, the genau. Da, das ist, und ansonsten
das Toy-Ding, also Actionfiguren, das ist gerade seit 3-4 Jahren so ein ganz großes Thema bei mir, weil der Markt auch sich so erweitert hat. Du kriegst ja Figuren wirklich von jedem Franchise. Ja. Und mein Crush ist so Evil Dead. Das ist so mein liebster Horrorfilm. Oh, da hast du mit Jared jemanden, der das auch macht. Bin dabei. Ja, Mann, das ist der Wahnsinn. Das war der Film, den ich mit 10 Jahren gesehen habe. Weißt du, es war so das erste. Das ist für mich der Horrorfilm. Eine Hütte. Ja, aber nur der erste Teil, oder? Der zweite ist auch geil. Der zweite ist wirklich ein Remake von der erste und dann der dritte ist komplett anders. Yeah, yeah. Der dritte ist anders, aber auch geil. Aber trotzdem gut. Ja, wollte ich gerade sagen, ist cool. Aber trotzdem gut. Und ich sammle alle Figuren. Der erste war wirklich ein Horrorfilm. Der zweite war Horror-Comedy. Der dritte ist wirklich mehr ein Comedy. Mehr Comedy. Trotzdem cool. Comedy-Fantasy, ja. Hey, ich denke, Sam Raimi ist genial. Absolut. Und auch Bruce Campbell. Aber das Remake war für den Arsch. Das Remake war so schlecht. Ich habe es nicht gesehen. Ich habe es im Kino gesehen. Ich fand es, ehrlich gesagt, ich fand es in dem Moment geil, weil es hatte geile Gore-Szenen. Ne? Es befriedigt ja dann so einen Typen wie mich auch. Und, aber ich habe ihn vergessen. Also der ist nachhaltig bei mir nicht hängen geblieben. So. Aber gab es Ash vs. Evil Dead als Fernsehprogramm in Deutschland? Auch geil. Ich glaube, ich habe das auf vielleicht Telefon oder was gesehen. Amazon Prime. Ich fand es geil. Ne? Amazon Prime. Da gibt's, da gibt es so bizarre Szenen. Das ist unfassbar. Wenn ich es noch nicht gesehen habe. Genial. Aber es gab nur 3 Staffeln und dann war es abgesagt. Ja. Und ja, das kann ich nicht finden, weil das Joe war so genial und hat so viele Richtungen, es könnte gehen. Und jetzt scheiße wie Two Broke Girls, das ist vielleicht auf Staffel 10 jetzt. Es ist genau wie die Serie, abgesetzt. Wurde abgesetzt. Es gibt diese Serie My Name is Earl. Oh, die ist geil. Fuck, Alter. Du brichst mir gerade das Herz. Und die hat so einen miesen Cliffhanger. Ja, Mann. Die war so geil, Alter. Mein Name ist Earl. Ey, jeder, der das noch nicht gesehen hat, mein Name ist Earl. Und das Schlimme ist, es wurde nie zu Ende erzählt. Alter, du brichst mir gerade das Herz. Ich hab das vergessen, Tim. Ich hab das vergessen. Was machst du? Gab es in Deutschland, Bruce Campbell hat ein Cowboy-Series in den 90er Jahren. Briscoe Country County. Und das war, ich glaube, 2 oder 3 Staffel. Auch. Und das war gerade super. Und dann ist es. Oh, fuck off, Tim. Ich hatte bisher nicht so ein geiles Bild von dir, weißt du, lustiger Dude, so alles drum und dran, nerdy, wir sind alle irgendwie nerdy, weißt du, ich meine. Mit Pornos, auch cool, man kennt sich hier, alles dies, das und so. Und jetzt haust du, mein Name ist Earl, ich habe diese Serie geliebt, Alter, aber ich hab's vergessen. Ich hatte es vergessen. Oh, ich bin glaube ich, 2016 oder 2017 bin ich zu Halloween als Earl gegangen und hab mir auch so ein Karohemd angezogen, hatte hier den gelben Zettel drin und auf jedem Foto, das auf dieser Halloween-Party gemacht wurde, hatte ich die Augen zu. Ich liebe den einfach. Ich liebe das ganze Ding. Alter, ich hatte es vergessen, Alter. Ich dachte, Tut mir leid, Mann. Bis gerade eben dachte ich noch, die Pandemie wäre das Schlimmste. Aber jetzt, mein Name ist Earl, Alter. Fuck, Alter. Es waren 5 oder 6 Staffeln und es war nicht zu Ende. 4. 3. 4. 4. Ja, okay, es war so wenig. Ja, aber die Serie war wirklich richtig, richtig geil. Aber es gab, es ist jetzt vorbei, aber auf der Fire Stick und keine Ahnung, auf andere Tablets oder was, gab es diese App, es heißt Mobdro. Und dann, du kannst jede alte Serie sehen. Es ist nur auf einer Loop. Und es gab da auch My Name is Earl. Und du kannst es... Dauerschleife. Ja. In Amerika, ich habe mein Cable gekündigt und gesagt, okay, ich werde nur jede Serie sehen. Aber ich denke, vor ein paar Monaten hat die Internetpolizei gekommen und jetzt ist Mabdo. Geht bei mir auch nicht, by the way. Gab kein Update. Ja. Tim, wir beide haben uns ja mal zufällig im Kino getroffen. Weißt du noch, welcher Film das war? Das war ein geiles Zufall. War das nicht Guardians of the Galaxy 2? Kann das sein? War das gar oder war es nicht Planet der Affen? Oh Gott, ja, es war Planet der Affen. Ja, ne? Ja. Den wiederum fand ich nicht so geil. Doch, der erste Teil war geil. Der erste Teil war geil, aber danach... Aber der scheiße Teil mit Donnie Wahlbergs Brother? Nicht von Tim Burton. Nicht von Tim Burton. Der Tim Burton war scheiße. Der war scheiße, der war richtig kacke. Nein, nicht der. Diese neueren... Nee. Ja. Mit James Franco. So ne? Ja, mit James Franco war cool, Aber ich fand alle drei geil. Also ich finde alle drei Filme, die gemacht wurden vom Planet der Affen, fand ich Hammer. Aber ich habe auch die alte Filme mit Charlton Heston von den 60er Jahren, ich habe auch diese geil gefunden. Unerreicht. Einzige, dass ich dachte, scheiße war, einer von den letzten von diesen war nicht so toll. Ohne Roddy McDowell.
war die Scheiße. Und dann die Tim Burton, ich habe gedacht, oh mein Gott. Ja, schrecklich. Wie, ja, okay, der war wirklich nicht gut. Der erste mit wie die rumgehüpft sind, wie die Gummibären, Alter. Aber die erste mit Charlton Heston. Get your damn hands off me, you damn dirty. Ich habe okay, wie kann die das besser machen? Die haben, ich denke, gefunden, wie kann man es alles, das gut war, Scheiß machen. Okay, dann ja. Gedreht. Ja. Tim, erzähl uns mal einen absoluten Lieblingsfilm, den du so im Kopf hast. So. Also oder Top 3, wenn du dich nicht einigen kannst. Weil wir hatten es jetzt also, gesagt, dass die Leute sich nicht einigen können. Ich glaube, der absolute Lieblingsfilm ist von mir immer noch Oldboy, das Original. Oh ja, das Asiatische, ne? Genau, so ein ich weiß jetzt gar nicht, der Regisseur, den Namen, den habe ich nie in meinem Kopf, Park Wan Chok heißt der, glaube ich. Aber der Film, der Soundtrack, Schauspieler, das ist wirklich mein Favorite. Ansonsten in den letzten 5 Jahren oder letzten 6 Jahren würde ich halt wirklich sagen, Mad Max Fury Road ist so das Ding, was ich absolut feiere. Der war sehr, sehr überraschend stark, das stimmt, ja. Es war gut, aber ich denke, ich habe den ersten geliebt, sehr. Absolut. Ja, der ist unerreichbar. Ich glaube auch, es wäre mächtig geil gewesen, hätte Mel Gibson irgendwie so einen kleinen Cameo. Ja. Das haben wir gedacht in den 90er Jahren. Jetzt nicht mehr. Aber warum gab es keine Mad Max 4? Ich habe gedacht, dass Beyond Thunderdome ein bisschen scheiße war. Aber von der ersten Mad Max, die haben nicht gesagt, es ist nicht notwendig. Okay, offensichtlich war Toe Cutter war gestorben. Er direkt in einen Truck gefahren. Aber Bubba Zanetti war vielleicht lebendig, weil er war in der Brust geschossen. So Bubba Zanetti konnte lebendig sein. Goose konnte lebendig sein. Die haben nie gesagt, dass Goose tot war, nur dass er in dem Krankenhaus war. Und auch Johnny the Boy ist vielleicht, hat Johnny the Boy sein Knochen mit der Säge und er hat überleben ohne einen Fuß. Und Fifi war immer noch lebend. Und all die Kinder sagten, Interceptor hat reported ihn jetzt. Er war lebend und all die anderen Polizei waren noch lebend. Warum konnte in Mad Max 4 Mad Max gehe zurück zum Main Forest Patrol? Das werde ich lieben für einen Film, aber. Ich fand die Entscheidung, Mad Max der Vollstrecker, war für mich, ist für mich der bessere Mad Max. Also für mich. War das der zweite, ne? Das war der zweite, ja. Das war der zweite in America? Kleinen Jungen oder mit dem kleinen Kind, das war cool, ja. Genau. In Amerika ja, war nicht Mad Max genannt, das war Road Warrior und das kommt in Theaters. Mad Max war nie in Theaters in Amerika. Und dann kommt Road Warrior und das war in Theaters und dann du musst gehen zurück und zu Blockbuster oder West Coast gehen und sagen, der erste Teil, weil es war nie in Kino in Amerika. Ach so, okay. Ja. Gut, also, wir müssen leider dazwischen grätschen, meine Lieben. Ihr seht, wir sind jetzt erst eigentlich warm geworden hier mit der ganzen Filmexpertise, die hier... Aber ich werde sagen, Tim Grenzberg, du bist immer willkommen bei der... Auf jeden Fall. Wir müssen mal irgendwann eine Show machen, wo wir quasi nur über Filme quatschen. Nur über Filme, Alter. Ja, aber bevor du dich verabschiedest, mein Lieber, mach erstmal ein bisschen Werbung. Wo findet man dich? Was für aktuelle Projekte hast du? Und so weiter und so fort. Erstmal vielen Dank, dass ich heute dabei sein durfte. Leider viel zu kurz. Ne? Wo kann man mich finden? Natürlich könnt ihr googeln, Tim Grenzwert Filme, ne? Auf Let's Do It, da findet ihr unsere Produktion. Ansonsten bin ich sehr happy, wenn ihr unseren Podcast hört. Wir haben nämlich einen Podcast zusammen mit meiner Frau Maria Mia, der nennt sich Grenzwert Podcast. Und da reden wir über das ganze Business, über die Pornoindustrie, was so passiert, behind the scenes, auf was man achten muss, wenn man in die Pornoindustrie einsteigen möchte und beleuchten das so mit einem ehrlichen Blick. Ja, da wird nichts verschönigt und wir haben auch immer wieder interessante Gäste bei uns am Start. Grenzwert-Podcast auf Spotify, iTunes oder wenn ihr Bock habt, könnt ihr auch auf patreon.com gehen. Da kann man eine kleine Spende da lassen und da gibt es dann noch schöne, tolle Formate wie Stilles Wasser, ist ein Interviewformat oder auch die Plattnerei von Clint Eastwood, der hat einen Musikpodcast. Ja, das ist es eigentlich. Also Grenzwert-Podcast. Du hast einen YouTube auch, oder? YouTube habe ich auch, aber ist jetzt nicht so aktuell. Da passiert gerade gar nichts. Ja. Okay, super. Dann sage ich vielen, vielen Dank, Tim Grenzwert. Viel Spaß noch in Barcelona. Und wir werden dich auf jeden Fall bald wieder einladen. Das war Tim Grenzwert. Ciao, tschüss. Danke, Tim. Danke, Jungs. Ciao, ciao. Danke, dass du da warst. Ja, ey, meine Herren, Alter. Geiler Gast, auf jeden Fall. Ich geh mal ganz schnell auf Toilette. Ja, das war super, ja? Wie cool ist der?
Jared, dann mounten uns beiden. Also, okay. Wir hatten das letzte Mal schon. Wirklich? Johnny muss in Toilette gehen? Er kann nicht, es, the Podcast geht nur für eine mehr halbe Stunde. Profi, ist erst noch Young Gun, Rookie, weißt du? Wow. Du weißt, wenn wir machen den Online-Bierpong, wenn du verlierst, du kannst nicht die Toilette nutzen. Er hat viele Mal verliert. So bisher war ich beim Online-Bierpong noch nie offiziell dabei. Ich war sein ja Bladder, oder seine Blase sollte gewohnt sein, wenn Nick pissen. Anyway. Scheißegal. Wir haben, letztes Mal haben wir gesagt, der beste Schauspieler aller Zeiten. Von mir? Allerbeste Schauspieler aller Zeiten. Ich habe gesagt Denzel Washington. Ich würde sagen Bruce Campbell. Okay. Dein absoluter Lieblingsfilm aller Zeiten. Ich würde sagen... Oh, okay. Ich denke, du weißt das, aber... Ich schon, aber die anderen noch nicht. Ich weiß nicht, wie man sagt es auf Englisch, auf Deutsch, auf Englisch. Es ist einer dieser Films, das macht Sinn auf Englisch, aber der Titel auf Deutsch macht gar keinen Sinn. Es ist Deliverance auf Englisch. Ich denke, auf Deutsch ist es... Bei Sterben ist jemand immer der Erste oder etwas. Ist jeder selbst der Nächste. Irgendwie so, ja, ja. Ja, etwas. Es ist der Bird mit, von der, ich glaube, es war 72 mit Burt Reynolds und Ronnie Cox, John Voight und Ned Beatty, wo sie machen. Diese oh, Burt Reynolds. Auch großer Schauspieler. In der Fluss. Hast du das gesehen? Ich glaube, du hast mir mal den Link geschickt. Ich habe es heute nicht geschafft. Ja, ja, es ist super. So, da ist er wieder. Für einen Film von den 70er Jahren, es ist so, es geht in verrückte Richtungen. Schön. Dein Lieblingsfilm? Departed. Departed ist mit Jack Nicholson. Ich liebe ihn. Jack Nicholson ist einer der geilsten Schauspieler überhaupt. Shining. Super. Wow. Ja, Departed. Also auch mit Leonardo DiCaprio und so. Und dieses ganze Katz-und-Maus-Spiel ist so kongenial. Schöni, wir haben deine Blase gerade als Rookie bezeichnet. Das kann sein, ja. Jared, ich glaube, du hast noch jemanden anzukündigen jetzt. Ja, ich habe eine Kollege von meiner, eine Musiker, normalerweise bin ich kein Fan von Casting-Shows, aber er ist ein Mann, der erfunden von Casting-Shows war, aber hat beyond the Casting-Welt gegangen zu ein echter Weltstar, aber wenigstens ein Deutschland, Österreich und ein Teil von Switzerland-Star. Martin Kazetschi, meine Damen und Herren. Hey, willkommen zum Podcast. Hey, willkommen. Warte mal, wir kriegen das Bild hier größer. Hör ich auf das. Ah, Galerieansicht. Ja. Nee. Doch. Der schaltet von alleine rum. Wie? Hier. Wir haben im Untergrund einen Produzenten. Ah, jetzt Sprecheransicht. Ja. Alles klar. Ja, the Stimme von Gott könnte helfen. You want to listen to the voice of God? I got it. I got it for you. This is God. Yeah. Okay, das klingt ein bisschen wie Almighty. So, Martin, willkommen. So, wir machen eine Simulcast auf deine Podcast heute erst. Ja, ich bin seit 10 Stunden. Du hast einen 10-Stunden Twitch-Stream. Hey, ich habe gerade einen 10-Stunden Twitch-Stream und das ist schon krass, weil die Leute spenden hier gerade. Deswegen kann es sein, dass ihr öfters mal irgendwas hört, weil meine liebe Freundin, die Katrin, hat gesagt, für 5000 Donation, ja, hier, Katrin, du musst mal den Kopfhörer nehmen, ja. Ganz kurz. Die hat gesagt, für 500 Euro darf sie mich schminken wie eine Transe, wie okay, eine Drag Queen. Und Katrin, ist sie mitkommen, macht sie mit in den Podcast? Ja, sie kann mitmachen, wenn du willst, im Podcast. Ja, ja. Wollte ich gerade sagen. Du kannst es alle Martins... Hallo, meine Lieben. Hi. Alle Martins schmutzige Geheimnisse. Sag mal eine Frage vorab. Jo. Ist das hier ein Porno-Podcast? Nee, das werde ich auch auf das Es gefragt. Es hat, ich habe gesehen, in die Woche, ich war weg für vielleicht 7 oder 8 Wochen, vielleicht ein bisschen mehr, und ich habe gesehen, als ich zurückkomme, nur von den Promos und so weiter, dass es ziemlich porno-heavy war. Das liegt daran, dass unser Producer ist auch großer Erotik-Fan. Also wir werden immer gezwungen, Erotik-Leute einzuladen. Also ich habe bisher keinen eingeladen. Der foltert uns, der foltert uns, der foltert uns. Entschuldigung. Aber ich auch nur so Leute. Martin, das werde ich öfters gefragt. Aber Martin, bevor wir darauf hinauskommen. Du, das erste Mal, als wir uns gesehen haben, haben wir uns in Berlin gesehen. Ich glaube, das war sogar noch in Köpenick oder in Prenzlberg irgendwo dort. Jetzt wohnst du nicht mehr in Berlin. Nee. Erklär uns auf. Ich bin ja Sachse, ich bin in Dresden. Seit wie lange bist du weg? Weil ich war ein paar Monate weg. Und als ich weg war auf Urlaub oder zu drehen, warst du ein Berliner. Und jetzt? Jetzt bin ich. Was und wie und wann? Okay,
Ich bin jetzt erst, also wir schlafen hier seit 2 Wochen. Wir sind bei Dresden im kleinen Dorf auf 300 Meter Höhe im Osterzgebirge. Ist ein verkacktes Gegenteil zu Berlin, weil Berlin hat mich tierisch genervt. Bin ich zu dunkel, nur auf meinem Bildschirm, oder soll ich ein bisschen heller machen? Alles gut. Mach dir gar keinen Kopf. Alles cool. Okay. Ich habe hier in Dresden meine Whisky-Manufaktur, wo ich mitarbeite, auch ein bisschen Whisky abfüllen, alles. Dann wird hier unser Tonstudio gebaut von meiner Band Hellinger, von der neuen. Ich mag die Sachs, die sind viel entspannter. Ja? Also ich bin froh, raus aus Berlin zu sein, weil Berlin ist für mich nicht mehr Berlin, außer die Berliner, die Ur-Berliner natürlich. Also wir drei nicht, sagst du? Weiß ich nicht. Ja. Genau, or hey, Berliner. Wir laden den guten Martin ein und das Erste, was er ist. Like, Rick Barnick's here geboren. Nein, das mich nervt an der Stadt. Also ich habe jetzt in Mitte gewohnt, bin in West-Berlin groß geworden, Mauerkind. Ne? Wir haben die Fotos auch noch mit Steine beschmissen im Osten, ich kenne das alles. Berlin war geil, aber so die letzten 10 Jahre, ich will auch nicht mit Politik anfangen, wir wissen selber, was alles schief läuft in Berlin. Und auch das Clubsterben, das Kneipensterben, weil Zugezogene halt in Berlin wohnen möchten und dann sagen, ich wohne in Berlin, aber um 10 Uhr muss hier Ruhe sein. Fuck you. Das gibt's ab und zu mal, ja. Iggy, aber was willst du machen? Ich meine, es ist, wie es ist. Aber ich verstehe, was du machst. Ich muss sagen, dass Berlin in Corona-Zeit, dass Berlin ohne Bars und ohne Kneipe ist ein bisschen enttäuschend. Village. Ja. Ein bisschen enttäuschend, das ist Kacke. Ja. Village. Ja, ist auf jeden Man Fall. Fühlt sich also, wie auf dem Dorf, ernsthaft. Ja, absolut. Hört ihr das Geräusch? Das ist Berlin gerade. Du hast die 500 Euro geknackt und du wirst jetzt als Transe geschminkt. Yeah! Ja. Hey. Doch nicht. Was ist heute noch passiert? Es sieht aus, es fehlen nur noch 150 Euro. Also es wird eng. Ich habe eigentlich gar keinen Bock auf den Scheiß, weil ich mag Schmink nicht. Apropos, das einzige Mal, wo ich eine Transe war, Jared. Das weiß ich. Ich vergesse, welche Video es war. Aber All Together Uki. Yes, genau. Wir haben es es ist ein Schwulbar neben SO36 gedreht. Ja. Das war das erste Video, wir haben in Deutschland oder wenigstens in Berlin gedreht. Ja. Ey, ich hab immer den ganzen Barnamen, Alter. Ich war jetzt so lange nicht mehr in irgendeiner Bar oder in irgendeinem Club oder sowas. Ich habe das schon voll vermisst. Also zwischendrin denke ich schon irgendwie so, von diesen ganzen Underground-Partys, die einem angeboten werden, ob man da nicht mal eine annehmen soll. Und dann denke ich, nee, ist eigentlich voll unvernünftig. Ja, ich habe ja gerade euren Vorredner gesehen, also euren anderen Gast, und der hat mir da, ich habe kurz drin geschaltet, wo er erzählt hat über Gangbang-Partys auf Rooftops. Ich sage, what the fuck? Davon kriege ich gar nichts mit. Ich auch nicht. Nicht auf deine 300 Meter Dachboden? Aber Martin, erzähl mal, du bist ja, viele kennen dich ja aus dem Fernsehen und wissen, dass du Musiker bist mit einer unglaublich tollen Stimme und dass du ein witziger Kerl bist, aber viele wissen gar nicht, dass du in den letzten Jahren sehr aktiv auf Twitch bist. Erzähl mal so ein bisschen was von dem Projekt und was genau machst du denn da? Ja, ich bin ja gerade live auf meinem Kanal und also euch gucken jetzt gerade bei mir aktiv auch noch 190 Zuschauer zu. Oh, cool, ja? Danke, vielen Dank. Also, meine Leute, ihr müsst noch 150 Euro spenden, damit ihr ein bisschen Schminke ins Gesicht. Das Ganze hat angefangen vor 3 Jahren, weil ich ein absoluter PC-Gamer-Nerd bin. Na? Yeah. Yes. Wie heißt die, Alter, damit du es auch nicht vergisst, oder was? Das ist eigentlich die falsche Reihenfolge, aber egal. Damit ich es nicht vergesse. Kriegst du mal einen Lacher von mir, aber muss ich jetzt mal machen. Nein, ich vergesse es wirklich manchmal. Ja, egal. Twitch, ja, und. Gespielt? Was, bitte? Outrider schon gespielt? Nein. Oh. Noch nicht. Ich warte gerade auf Chivalry 2, wenn etwas sagt. Nee, ich bin Chivalry ist ein Rittergame, richtig mit Köpfe abschlagen, blutig, bla. Ich mag Battlefield-Sachen, alte COD-Sachen. Also, ich bin Gamer seit 1999. Eigentlich. Seit meiner Kindheit, seit 87, besaß ich den C16 Commodore, den 64, 128 Amiga, und das ging immer so weiter bis heute. Jetzt sprichst du meine Sprache. Ja, oder? Ja. Absoluter Nerd. Ja, du bist ja Konsolenzocker, Jared. Ich auch. Nee, aber ich hatte auch TI-99-4A, Apple IIe, Apple 400, Apple 800. Ja, Apple habe ich nicht. Also ich bin mit Apple konnte man noch gar nicht. Tut mir leid. Apple IIe hatte ich. Atari 400 und Atari 800. Atari, yeah. Das sind ganz alte Computer-Consoles, wenn die Amiga 600. Ja.
Sowas. Ja, ja, aber erzähl mal bitte, wir haben dich unterbrochen. Entschuldigung. Genau. Wie Twitch, genau. Twitch gekommen ist. Wir haben dich entschuldigt. Wir haben dich unterbrochen. Nein, ich habe mich zu entschuldigen. Also folgendes, ja, und da ich ja ein sehr kommunikatives Kerlchen bin und ein paar Kumpels kennengelernt habe, die Twitch gemacht haben, meine erste Plattform, wo ich gestreamt habe, war noch vor Twitch Hitbox. Die gibt's nicht mehr. Die heißt mittlerweile anders. Ich weiß nicht wie. Das war vor 3 oder 4 Jahren und jetzt seit 3 Jahren bin ich auf Twitch, habe erstmal so ein bisschen angefangen und seit 2 Jahren aktiver, mein erster Kanal, also ich hieß vorher Couch Kommando, das war mein erster Kanal und habe es dann so jeden Tag gemacht, habe erst eine Morningshow gemacht, eine Talkshow, abends mal gezockt, immer wieder einen Monat nicht gestreamt. Twitch ist eine Bitch, ja, du musst wirklich am Ball bleiben, ansonsten ist der Zuschauer natürlich, ich meine, der dir ein Abo gibt, der will ich auch öfters sehen und der will ja, dass du ihn unterhältst und was alles cool ist. Und er gibt ja mit dem Abo das Zeichen, dass ihm der Kanal gefällt. Das ist ganz wichtig. Ja, und das ging jetzt immer so weiter. Und die letzten 4 Monate war wieder ein bisschen schwächer. Aufgrund der Depression, Umzug, weiter, bla bla bla. Corona, Scheiße, Lockdown. Lockdown. Noch nicht, mein Freund. Erstmal 150 Euro. Und jetzt wieder aktiv seit 1-2 Wochen. Jetzt sind natürlich wieder regelmäßiger. Immer mittags meistens rum. Abends mal zocken. Hier, meine Frau Katrin, die heißt Knuppi. Dann auf Twitch, die wird auch mal ein bisschen, weil ich finde sie sehr intelligent. Wir lieben dich, Knuppi, wir lieben dich, wir lieben dich. Schön, ich liebe dich auch. Wie habt ihr euch denn kennengelernt? Habt ihr euch über Twitch kennengelernt? Nee. Nein. Willst du das mal erzählen? Ah, du darfst ruhig, du erzählst. Okay, dann mach ich es. Oh, 5 Euro. Oh, es kommt. Es kommt. Es kommt. Es ihr wollt nicht. Also 145 noch entfernt. Ja, absolut. Ihr wollt. Das war laut. Geil. Ihr wollt auch nicht, dass ich hier während des Podcasts angefangen werde zu schminken. Vergesst es, Leute. Oh so. Doch, oh doch, oh doch. Ja. Hätten wir gerne schon. Ja, also. Wir müssen es schnell machen. Wir haben nur 20 Minuten mit unserem Podcast. Ich weiß, pass auf. Wenn wir werden du als Trans in unserem Podcast sehen, Leute, du musst das Geld jetzt machen. Wollte ich mal sagen. Wenn Jared es sagt. Pass auf, also ich war vor 3 Jahren, ich bin ja Moderator auf Tattoo-Conventions, Harley-Conventions etc. Und da habe ich die Mainfling Harley Days bei Frankfurt moderiert und saß da so, also stand an der Bank, ich weiß noch ganz genau, und kannte einen Kumpel und der meinte, ja, meine Schwester kommt gleich mit ihrer Schwester. Mein Gott! Seine Freundin. 50 Euro! Oh. Oh. Okay, wie weit sind wir entfernt? Wenn du Jared sagt es, dann kommt hast es. Du schon, hast du schon einen Transennamen, Martin? Nein, ich hab noch keinen Transennamen. Den könnt ihr euch auch. Warte mal. Ich glaube, das heißt. Wollte ich gerade sagen, heißt das mittlerweile Transsexuelle? Darf man Transen denn noch so sagen? Oder? Ja, Drag Queen. Sagen wir mal Drag Queen. Oh, Drag Queen, okay, dass wir uns darauf einigen. Wir wollen ja hier nicht PC. Ja, ich heiße Gender. Politisch korrekt. Was ist erlaubt? Ja, ja, genau. Ah, fucking Genderwahn, interessiert mich nicht. Und dann ist warte mal. Martin, also wie viel Kohle fehlen jetzt noch? Fehlen jetzt noch 100 Euro, oder? Nee, 365 plus 50. 404 sind 96 Euro, die noch fehlen. Minus Mehrwertsteuer. 96 Euro ist auf Brutto oder netto? Hast also, du was okay. Talking? 19 Minuten. 96 Euro habe ich mal drüber gelesen, Alter. Seit Corona habe ich das auch nicht mehr gesehen. Pass auf, ich will gar nicht dran denken, weil ich hasse Schminken. Jared kennt's aus dem Fernsehen, schön die auch vielleicht vom Porno. Ich war noch nie in einem Porno, aber ich will's nur mal. Ja, aber auf, also, Alter. Ich wollte gerade sagen, ich saß auch schon öfters in der Maske. Mich kannst du ja auch auf Netflix sehen, etc. Deswegen, also, 96 Euro, damit wir dich jetzt gleich hier geschminkt sehen. Aber da muss... Ja, bitte. Nee, das dauert ein bisschen, weil sie schminkt mich ja und das dauert... Da muss aber auch schon richtig sein. 15, 20 Minuten. Ja, ja. Nein, Robin, so viel Zeit haben wir nicht. Du musst das Ganze schnell. Jetzt nicht, schnell. Also, pass auf, wie war die Frage? Ja, wie wir uns... Wie hat sie kennengelernt? Ganz kurz, sie kam mit ihrer Schwester, Martin, Single damals, ich war jetzt eine ganze Weile Single und... Ich sehe sie und ich bin halt rote Haare, grüne Augen. Ist halt mein Fetisch. Nee, kann man es Fetisch nennen? Ich weiß es nicht. Jedenfalls sehe ich sie, trinke gerade einen Schluck Bier und like Jared. Wow, bist du hübsch. Wow. Oh, scheiße, 50 Euro schon wieder. Hier kommt es. Oh, 46 Euro. Hol schon mal das Schminkzeug. Scheiße, 50 Euro. Ja. Also man soll den Leuten auch was anbieten. Aber ich kann sagen, bist du Gast, bring mal was mit, Schminke zum Beispiel. Ich mag es nicht, geschminkt zu werden. Ich habe schon im Fernsehen gehabt, Dings, Jared kennt's, diese ewige Schminkerei in der Maske, nervt. Ne? Ja, es ist... Ja. Es nervt, ja, richtig. Okay, also du hast den besten Flirtspruch rausgebracht, den man so bringen kann, sozusagen. Ja. Eigentlich schon. Scheiße, bist du heiß. Was hast du da gedacht? Ich dachte mir in dem Moment so,
Okay, meine Schwester hat dann direkt gesagt, siehst du, Katrin? Ich hab's dir gesagt. Sie ist ja davon ausgegangen, dass der Martin schon, dass er mich ganz gut finden wird. Und als ich dann gesehen habe, hast du gewusst, dass er Martin Kesici der Berühmte war oder nur ein Langhaariger? Also ich wusste, wer es ist. Meine Schwester kennt ihn ja auch. Ja, Scheiße! 20 Euro! Oh. Okay, wie viel sind wir noch? Okay, so nur... Junge Dame. 26 Euro. Also, junge Dame, kannst du schon mal das Schminkzeug Euro. Holen? Kannst du schon mal das Schminkzeug holen, damit du wenigstens die ersten 10 Minuten schminken? Das parat. Also das haben wir... Soll ich mal anfangen? Ja, auch schon mal Schminkzeug, mein Gott. Aber da fehlt jetzt noch der Rest, Leute. Ansonsten schminke ich mich nicht bis zu Ende. Oh, ey, Scheiße. Schönen Dank, Jungs, ja? Martin, was willst du verlangen? Du haust ja voll die Flirt-Tipps raus für die ganzen Jungs. Natürlich. Weißt du, spenden die du, das Beste ist doch, wenn du als Rocker oder als Rock-Musician oder egal, ich meine, kannst du auch als Weichflöte machen, trinkst Bier und boah, siehst du gut aus. Ja. Hast du den schon mal gebracht oder war das nee. Der erste Mal? Was soll ich euch sagen, Alter? Jared und ich, wir haben so gute Beziehungstalente, oder? Jared, wir sind sehr talentiert. Ich verschwende nie Bier. Ja, das ist das Problem. Sogar Kohl Milch. Ja. Aber Milch und Jägermeister. Absolut, absolut. Was zockst du denn gerade aktuell? Im Moment, wir haben vorhin Wreckfest gezockt. Kennt das jemand? Nope. Nee. Wreckfest ist der Nachfolger von Flatout 2. Ist das nur PC? Nein, gibt's auch auf Xbox und PlayStation, glaube ich. Ist ein Autorennspiel, wo alles kaputt geht. Also so Art Stockcar-mäßig. Total geil, Wreckfest. Flatout 2 war das erste Game davon und das haben wir gespielt und nachher werden wir, ich bin ja Nintendo-Fan, ne? Ich habe die Switch hier und nachher werden wir noch eine Runde Super Mario Kart zocken. Also das wird sie machen. Oh, da gibt es nie Freunde, du weißt. Mario Kart und Monopoly, das ist keine gute Idee. Menschen. Ich spiele auch nicht mit, verdammt nochmal. Ich habe keinen Bock mehr auf die Scheiße. Die Wind andauernd, ich weiß ja nicht warum. Jetzt sag nicht, das liegt am Alter. Nein, das liegt... Ist das ein Mario Star in the Hintergrund? Ja, yes. I get so much nerd stuff here, Jared, because... I'm doing some giveaway actions and I got for the next thing I got some jetzt mal auf Deutsch. Ich habe auch Deadpool hier noch als USB-Lampe. Oh geil. Oh, das ist cool. Das ist richtig cool. Geile Nerd-Sachen. Können wir mal was zusammen machen, Jared? Wir müssen mal ein bisschen was verticken. Guck mal, schön, wie wir uns einfach so komplett interessiert. Aber Martin, ich fliege nach Amerika für meine Impfung. Was fliegst du? Fliegst wegen deiner Impfung nach Amerika? Ja, vielleicht 3 Wochen. Auch der Steuermann, weil ich bleibe in Amerika, muss ich keine deutsche Steuer bezahlen. So, ich denke, bin fertig mit Arbeit für diese Show. Und er kann mit Knarren schießen, weil er hat da so ein Grundstück, also da geht einiges. Das kann man hier auch in Deutschland, aber mehr will ich dazu nicht sagen. Auf bestimmten Grundstücken oder in Schützenvereinen, ja, mich gut rausgeredet, da kann man natürlich auch... Ich bin ja auch ein Waffner, ich sag's, ich gebe es zu, ich finde es auch überhaupt nicht schlimm und verwerflich, aber verantwortungsvoll mit umgehen, Punkt. Wie machst du das denn aktuell mit der Produzierung deiner Musik aufgrund der aktuellen weltweiten Lage? Weil du sagst, du bist ja auch umgezogen wegen der Band und so. Wie machst du das dann da mit dem Produzieren etc.? Na, wir haben ein altes Studio und also im Grunde genommen, ich habe seit 1,5 Jahren keinen Live-Gig mehr gemacht fast. Ja, das ist natürlich scheiße für uns Künstler. Das geht tierisch auf die Seele. Also was bleibt übrig? Songs schreiben. Wen sagst du das? Ich kann das so zu Hause catchen, weißt du, ich meine? Deswegen. Ich weiß. Also es ist ja nicht um Künstlerveranstaltungstechnik. Nehmen wir mal alles mit rein. Genau. Das ist so, wir haben schon 50 Songs geschrieben, wir könnten schon drei CDs rausbringen, die zweite kommt jetzt nach dem Sommer, wir wollen den Lockdown abwarten, es wird aber keine Tour geben, weil Touren wird nicht möglich sein, weil alle Bands so dicht gedrängt und die Frage ist auch mit dem Impfen, muss jemand geimpft sein zum Konzert, mir ist es scheißegal, ehrlich gesagt, ob jemand geimpft ist oder nicht, wenn er zu meinem Konzert kommt, ich weiß doch nicht, wie es weitergeht, das ist ja das Schlimme. Bei a Superspreader. Ich weiß auf jeden Fall, wie es für dich gleich weitergeht. Du kriegst gleich erstmal ein bisschen Schminke ins Gesicht. Scheiße, schon wieder 10 Euro. Auf jeden Fall. Okay, so das bedeutet nur, was, 16 Euro fällt? Können wir nicht mal anfangen mit einem Auge? 16 können wir machen. Komm, Leute. Ja, nein, da fehlt, warte mal, ratgebender Wolf wollte den Rest auffüllen. Hör mal auf, das ist doch noch gar nicht voll, die 500 Euro. Das ist bei 430 oder so. Siehste? Warte. Warte mal, gerade was auf 10 Euro. Ich habe gerade eben was auf 10 Euro. Jetzt 430. Warte mal, wo sind wir denn jetzt? Ach, 16 Euro fehlen noch? Ja. Ich würde sagen... Also ich würde sagen, ey, das ist auch eine Weltpremiere für 3 and Sam. 16, close enough. Wir sind kurz davor, dass wir das erste Mal hier im Angriff... I'll cover the last 16. Gib mal bitte mein Handy. Wo ist mein Handy? Ich muss mal ein bisschen heller machen.
Where's my fucking handy? Ich muss mal ein bisschen mehr Licht machen, damit ihr das noch seht, kurz zum Schluss. Ja? Ist ja alles total elektronisch, meine Lieben. Na sicher, Digi. Wie lange haben wir denn noch? Wir haben jetzt noch 12 Minuten, da muss aber... Long genug, dein ganzes Gesicht zu schminken, kein Problem. Wollte gerade sagen, da müssen wir jetzt ein bisschen was sehen. Dann dürften wir jetzt auch bitte mit zumindest irgendwie ein bisschen was anfangen. Hell genug für euch jetzt? Ja klar, gib uns eine Preview. Okay, Katrin, kannst du anfangen. Scheiße, da kommen die 5 Euro. Eier für Löffel. Und nochmal 16 Euro und damit... Okay, das ist... Hey! Das war meine 16. Ja, ich habe das gemacht, so. Leute, du kannst Evil Jared danken? Ja. Jared, der 100 Sachs. Make-up ist nicht so schlimm. Ich hatte eine Rubrik gemacht. Mach du. Fang ein bisschen an. Okay. Sorry. Ich war bei Circus Alley Gully und hast du das gesehen, dass ich muss jedes Woche ein Interview machen und kotzen. Und das war... Ach, seit wann denn? Ach so, ist schon eine Weile her. Ja, ja. Ich war in einem Integrationskurs in Berlin. So das war vielleicht 2005 oder 6, oder 2000, keine Ahnung, 2010, 2011. Mein Deutsch war sogar schlimmer, als es jetzt ist. Und das war, wir haben jeden Montag Nachmittag gedreht und dann meine Klasse war Montagabend. So ich hatte keine Möglichkeit zu wechseln. So ich komme immer in Klasse, komplett bedeckt mit Stage-Make-up. Weil ich konnte, wenn es war für irgendwelche große TV-Produktion, ich konnte nicht sagen, kein Make-up, ich würde es nur au natural machen. Ja. So ich musste immer Make-up tragen und ich denke, die Leute haben immer gedacht, dass es ganz komisch war. Weil ich komme in, manchmal ich direkt von der Studio, kotze immer auf meine Lippen und meine Bart und komplett bedeckt mit Schminken. Ist aber geil. So ich denke, ich war der komischste Carol in der Klasse. Wollte ich gerade sagen, auf der anderen Seite wiederum, du hättest nie gedacht als Kind, dass du jemals fürs Kotzen bezahlt wirst. Nee, aber immer gewünscht. Ja, hey, ich würde mir auch wünschen, fürs Kotzen bezahlt zu werden. Ja, also so ist es nicht. Oh, jetzt wirst du gerade für Schminken bezahlt, das ist auch was sehr Schönes. Alter. Das macht Knuppi auf jeden Fall sehr ordentlich. Sie hat's drauf. Ich meine, wir werden jetzt nicht alles sehen, weil sie will mich wirklich zu einer Transe schminken mit allem möglichen Scheiß. Das könnt ihr auf meinem Kanal dann nachher weitergucken. Ja, ungefähr so wie dieses Make-up, nur noch schöner. Oh Gott. Okay, magst du ein bisschen Contouring? Because I'm too fat. Fuck you. In diese Worte, ja. Ja, komm, ich habe schon 4 Kilo abgenommen. Ich habe einen fucking Corona-Bauch bekommen. Wie sieht's bei euch aus? Ja, okay, bei Jared braucht man nicht fragen. Wir trainieren zu dritt zusammen. Ja, wir haben ein Gym in the... Ja, du warst schon da. Wir haben ein Gym in the Keller gebaut. Okay, jetzt bin ich zu weit weg, 200 Kilometer. Ja, jetzt ist es schwer. Jetzt hast du endlich eine Ausrede. Aber wenn ich in Dresden bin, es ist Zeit, es ist on. For what? Absolut, für irgendwas. Trainieren, so du kannst trainieren. In Dresden? Ja, können wir machen, auf jeden Fall. Ja, bevor ich da bin. Ja, Kenzie und ich haben früher trainiert zusammen bei der Boxing Gym. Und wir haben auch Boxing zusammen gemacht. Ich suche, ja, stimmt, wir haben Promi-Boxing so gemacht. Dann war ich noch Ersatz zweimal oder einmal Ersatz-Promi-Boxen. Aber ich suche mir auch ein Box-Gym. Also ich werde mal gucken, wo ich halt einfach nur trainieren kann. Ja, aber gibt es einen in Dresden? Ich muss. Klar, bestimmt. Wollte ich sagen. Also Boxen. Aber ich schaue erst, wenn der Lockdown vorbei ist. Oder Quatsch, ich weiß ja nicht, ob hier auch Wrestling oder so. Gibt's auch, weißt du? Ja, also von daher. Gibt's alles dort. Also wir können auch mal gucken, dass die da irgendwie ein paar Connections oder so. Wir sind noch verbandelt über Instagram. Mach mal, das wäre eine coole Idee. Vielleicht hast du da irgendeine Connections zu einem Gym, wo die Wrestler trainieren, wo ich mal ein bisschen was machen kann. Ja, easy, natürlich das, cool. kriegen wir hin. Das sollte das kleinste Problem sein. Ist doch ja, und ich versuche immer mit GWF die Rock and Wrestling Connection zu machen, wie in Amerika in den 80er Jahren. So, wenn Wrestling kommt zurück, und ich bin zurück in Deutschland, vielleicht in Herbst, ich denke, wenn Wrestling zurück ist, dann vielleicht können wir ein Role für Kazuchi finden? Ich denke, absolut, gegebenenfalls, wo wir gerade heute die ganze Zeit beim Spoilern sind, vielleicht wird es da was geben. Ja? Was wollt ihr für mich finden? Nee, wir haben, Fangen Sie meine Stimme, was wollt ihr? Warum sieht, wie sieht denn aus? Es geht mit der Schminke. Jetzt siehst du so ein bisschen aus wie so ein Vampir. Du siehst ein bisschen aus wie so ein Vampir. Wollte ich gerade sagen, wie heißt der Film? Nein, das wird noch. Wie heißt der Film hier? Starlight Express hier, der mit dem Vampir, wie heißt der hier? Starlight Moonlight? Interview mit einem Vampir. Nein, der andere. Man kann nie sagen, was kommt in a live wrestling show, aber ich immer laden ein Celebrities, Promis und so weiter, dass ich mag oder bin befreundet mit. Und
wenn es kommt und du bist in der Show und du bist im Publikum und es kommt, dass jemand muss mit einem Klappstuhl geprügelt sein. Wer weiß, was kommt da passieren? I'll do it. Ja. Ach so, ich dachte, du sprichst gerade von der anderen Idee. Ich dachte, okay, da war ich jetzt gerade. Kein Spoiler Alert, aber ja. Ja, nee, der Spoiler Alert, nee, ich dachte gerade, du sprichst gerade von einer anderen Idee. Anyway, nein, wie hieß er jetzt nochmal, dieser Vampirfilm hier? Wie heißt er denn? Interview mit einem Vampir oder was? Nein. Tanz der Vampire. Nein. Near Dark? Ja, hier, wie hieß er richtig da hier? Lost Boys? Nein, nicht Lost Boys. Lost Boys, nice movie. Wie heißt er denn hier, der vor ein paar Jahren da im Kino war, hier mit den Werwölfen und so und dann. Ah, Dark Twilight, Twilight. Nein, Twilight. Ja, haben wir es doch, Twilight. Also machst du den Twilight-Stream jetzt oder was? Alter, dich sehe ich im Ring, mein Freund. Ja, doch. Siehst du, schon gebucht, der Mann. Ja. Ich habe gedacht, du, vielleicht mindestens bedeutet, hast du gemeint, Underworld Evolution oder was? Ja, Underworld. Ja. Ja, gut, nee, auch das war nicht cool. Gut. Das ist ja schon fast zu so cool. Ja. Aber hier, Waschbär ist bei uns im Chat. Hier, da ist, was, oh, ist, das, cool. Nicht, ist das nicht dein Chatbeauftragter? Das ist mein Mod, einer meiner Mods. Ja. Der schreibt, Frage an Martin, wann werde ich bezahlt? Kommt hier eine Frage. Gar nicht, weil er nämlich immer nur Scheiße baut. Deswegen wird er degradiert. Waschbär hat auch bei Beerpong gemacht. Ja, ich weiß. Hat er gewonnen? Ja, er hat auch gewonnen. Denke schon. Und Waschbärs große heimliche Liebe ist, ihr wisst es, wisst ihr es? Hm? Rhea Red. Ja. Oh. Die hatten wir auch schon da. Ein sehr enger Freund war unser kleiner Shoni hier. Ja. Und von Emilio. Ja, und Waschbär ist ja immer hier bei Freddy im Blackland, schaut er auch öfters zu und macht da auch mit. Und da, glaube ich, hat er sich in sie verliebt. Grizzle the Waschbär und Banana Man zusammen. So ein Sandwich. Emilio kann erklären, wie es ist, Rhea Red mit ihr zu drehen. Und gemacht hat. Waschbär soll mal mit Rhea Red drehen. Bitte, tut es. Ja, aber das können wir nicht entscheiden. Da sind wir ja nicht irgendwie. Nein, weiß ich. Ganz kurz, wenn ihr euch fragt, warum sie aufgehört hat zu schminken, ist ein bisschen blöd beim Stream. Es geht danach gleich weiter bei mir drüben, weil kann ich beide Kameras gleichzeitig anhaben. Also eine Kamera und deswegen erstmal so der Anfang. Okay, aber machen bitte den Lippenstift und dann. Ja, also Lippenstift muss noch sein. Also sonst Lippenstift, richtig alles, hier. Alles. Ich krieg sogar falsche Wimpern angeklebt. Na, nur den Lippenstift jetzt. Irgendwas für uns. Das will ich einmal machen. Okay. Jared wieder, ey. Ich weiß, wie du aussiehst in Lippenstift. Es ist doch. Stimmt, das war in dem Video. Ich zeige euch ja noch das Video. Muss ich zumachen? Jetzt kommt der Lippenstift, Freunde. Ja, jetzt sind wir bereit. Schaut mal, was die Frauen eigentlich immer die ganze Zeit für uns machen, wenn die dann mal irgendwie sich fertig machen, weißt du? Und wir als Kerle aufstehen, duschen, ab geht der Peter. Okay, so bald du reden kannst, Martin, wir haben nur ein paar Minuten, aber bitte erklär über deine Whisky. Ah, ja. Wie es passiert ist, dass du... Mach noch ein bisschen. Mach die Seite vielleicht. Komm, also ein Lippenstift muss noch... Ey, du siehst wie es kommt, dass du bist der Besitzer von einer Whisky-Firma. Weil ich war früher... The CEO, the Geschäftsführer von einer Liquorfirma. Und ich meine, the Profits für mich waren nie da. Oh, also hat sich ich habe gesehen, als ich bei Jägermeister war. Ich glaube, du warst ein bester Kunde. Jägermeister war Arschlecker, sie sind Billionaires. Und ich habe gesagt, okay, Liquor ist wie man Geld verdient. Aber für mich ist es nicht passiert. Ist ja nur ein bisschen. Okay, und Martina, wie ist es passiert? Der Whisky, unser Songwriter von Hellinger hat ein bisschen Geld gemacht mit Immobilien, kann man ja sagen. Und sein großer Traum war immer, was machst du denn? Ich mach gleich weiter. Achso, war immer Whisky zu machen. Und jetzt entsteht in Dresden die größte Whisky-Destillerie Deutschlands. Wird gerade gebaut. Richtig mit allem drum und dran. Im Moment verkaufen wir schon Whisky, den beziehen wir aus der Speyside. Single Malt aus Schottland, also der beste, den es gibt, kann man sagen. Ja. Den kriegen wir gerade, darf ich nicht sagen, woher, von welcher Destille. Und den lassen wir nachreifen in unseren verschiedenen eigenen Fässern. Sprich in Sherry-Fässern, Portwein-Fässern, Rauchfässern, Bourbon. Und meine Idee war, 7 Jahre alten Whisky zu nehmen und den 2 Jahre in einem ecuadorianischen Rumfass nachreifen zu lassen. Und den gibt es exklusiv, das sind Limited Editions. Und du machst das in Dresden oder die machen das? Ich mach das in Dresden alles. Ich klebe selber. Alles ist in Dresden. Alles in Dresden.
Und Jared, das Geile ist, das Tonstudio, weltweit einzigartig, entsteht in der Whisky Distillery und du kannst vom Regieraum in die Whisky Distille gucken auf die Kessel. Also, ich muss ganz ehrlich sagen, Respekt davor. Und das war auch das erste Mal, dass mir ein Vampir erzählt hat, wie man Whisky macht. Also, okay. Also, es macht Spaß. Ich beklebe selber, ich fülle ab, ich helfe da. Ich baue ein Tonstudio mit auf, werde der Producer, Vocal Coach und so weiter. Jared, dann werden wir mal zusammen einen Song aufnehmen in Dresden bei uns. Okay, bin dabei. Ja, ich weiß. Okay, dann war es das auch schon fast. Lieber Martin, ja, liebe Zuschauer, denkt dran, ihr wollt natürlich sehen, wie das am Ende aussieht bei Martin. Deswegen geht rüber, folgt Martins Channel und schaut euch das Ganze. Wie lange streamst du heute noch, Martin? Bis um 10 circa. Und meine lieben Zuschauer, lasst doch mal den Three and Some Leuten mal ein Follow da. Die machen immer einen schönen Podcast. Dankeschön. Danke sehr. Und Martin, und jeder andere Plugs? Was? Ja. Any other Plugs? Das ist das? Kein YouTube oder Instagram oder was? No, ja, ich habe Instagram, aber ich bin nicht mehr so der Facebook- und Twitter-Fan. Twitter bin ich komplett raus und Facebook mag ich auch nicht mehr, nur noch Diskussion und Besserwisser. Ich bin Instagram-Movie, einfach Martin Kisicki, nur echt mit dem blauen Haken. Genau, ja, liebe Freunde, das war's diese Woche von uns. Geht rüber zu Martin. Danke an Martin Kisicki, Tarkan Aslan, Evil Jared Hasselhoff und wir sehen uns nächste Woche 17 Uhr. Geht rüber zu Martin. Ciao, tschüss. Tschüss. Und danke auch zu Pascal Skalte und Tim Grensworth. Wir sehen uns nächste Woche. Danke, Jungs. Tschüss. Ciao. Macht's gut. Ciao. Tschüssi.